Hallo zu After Dark. Heute wieder mit einer besonders augenfreundlichen Nachtausgabe. Lasst mich kurz, Moment, eine Sekunde. Ich stelle das mal schnell um. Bitteschön. Geil. Heute im Nachtmodus mit mir und einem neuen Spiel, was mir Fabian aufgedrückt hat. Er meinte, hier ist ein Key, installier's dir, First Person, Walking, Düsternis Simulator mit Horror-Einflüssen, genau was für dich und After Dark. Ich vertraue ihm, deswegen habe ich hier direkt installiert und angemacht. Ich habe noch nichts von gesehen. Ich hoffe, es läuft mit Controller und Tastatur, weil mehr habe ich im Moment nicht hier. Und ich würde sagen, wir gehen mit euch auch direkt ins Spiel. Ja, und fangen mal an und hören und gucken, was da so jetzt auf mich wartet. Ich, wie gesagt, außer der Perspektive im Spiel weiß ich wirklich gar nichts. So, da ich annehme, dass am Anfang auch wieder ein kleines Intro oder so kommt, nehme ich uns erstmal das Bild raus und lass euch das Spiel richtig genießen. Also das ist jetzt schon so ein Bild, das lässt natürlich wieder tief blicken und hoffen auf Surrealismus und absurde Level-Architektur. I know you're tired, John, but we need to take you deeper. We must try again. I know you think everything is all right. Then tell me, why can't you even remember her name? All right, let's try one more time. Are you ready? I would like you to look directly into the pendulum and follow it with your eyes. Yes, just like that. When I count down from 3 to 0, imagine yourself here in this room. Try to relax. Let your memories guide you. Yes. Yes. Good. Now, let's begin. 3, 2, 1. 1, 0. Krieg hier Serious Get Out Vibes. I'm right here. Aha. I see you're having trouble settling in. Dafür habe ich bezahlt? Das ist doch nur ein Kassettenrekorder. Hallo, das kostet 160 Euro die Stunde. Eine Brille. You have the power to influence everything here. So I want you. Okay. Also, wir sitzen hier in diesem weiß angestrahlten Raum. Offensichtlich wohnt hier der Architekt der Matrix. Oh, hier hat er eine Farbe vergessen. Das nehme ich. Oh shit, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja, was denn? Ich nehme alle Pillen, die mir gegeben werden. Warum notiert das Tonbandgerät, was ich mache? Okay. Jawohl. Good, but there's something missing. Let's make sure you're oriented. Find the source of my voice and focus on it. Ja. Das mache ich ja. Jetzt muss ich nämlich an. Ah, Fokus mit dem rechten Mausbutton. Okay. Did you see that, John? You imagined yourself in a room with no detail, but with a little effort, you were able to remember. The truth is buried inside of you. There's more to your life than this chair or this room. You must remember. Oh. Das ist jetzt einer dieser Momente, ne? Hier sind jetzt, ich traue mich gar nicht daran zu zoomen, weil das ja automatisch das dann aufnimmt. Will ich noch mehr Tabletten nehmen? Ich würde sagen, ich habe genug für einen Moment. Was ist denn das für ein Filter? Was ist denn das für ein, das ist doch wirklich so ein Alibi-Filter. Ja, unsere Zigaretten haben Filter. Das ist doch kein Filter, Leute. Na gut, nur der Filter bringt die Bilder
Okay, ich muss immer noch an- und ausklicken. Okay, gut, dann. Nee, ich nehme sie nicht. Vielleicht kommt noch der Moment, wo ich sie nehmen muss. Did you mean to do that? Or was it just your imagination? Also eigentlich war ich es schon. Ja, ich wollte die Welt klirren sehen. Ja, es war ganz okay. Also Physik Engine funktioniert immerhin. Jetzt würde ich gerne 100 andere Gläser runterwerfen und gucken, ob die immer anders zerspratzen. Aber ich kann schon direkt John, den Appeal sehen. I want you to take a step back. Jetzt, ich habe hier gerade Durchbrüche, mentale Durchbrüche. Lass mich doch mal. Fabian hat mir einen Key für das Spiel gegeben. Ach nee, hier ist ja mein Fragebogen. Yes, okay. John, you were at the hospital. Do you remember why? Ja, ich war offensichtlich in einem mit Alkohol in Verbindung stehenden Autounfall verwickelt und habe einige Probleme am Kopf und da vorne an der Brust und ja, also ich sehe das ja alles, ne? Und ich krieg Natriumchlorid einen ganzen Liter intravenös. Einen ganzen Liter! So viel wollte ich aber nicht. Ob ich das am Ende auch bezahlen muss? Also als Amerikaner würde ich hier richtig Schiss kriegen. Das sind eindeutig zu viele blaue Xe, um noch mit einem Plus auf dem Konto aus dieser Geschichte rauszukommen. Dann nehme ich lieber gleich noch ein paar Pillen. Oh nee, okay. Ich sehe, ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. Okay. Ich meine, es wurde uns ja gesagt, wir befinden uns in unseren Erinnerungen. How to save money in today's economy. Das ist alles Foreshadowing ohne Ende hier für uns. Can you see the accident? The most raining season of the year. Das finde ich viel interessanter. Is the end of the world approaching? Interessant. In the last week, the number of crimes has increased dramatically due to the closure of supermarkets. Das ist ja uncanny, wie realistisch das. The delay of airlines also causes rebellions among citizens who are desperate to leave the region. Also bitte, ey. Dieses Spiel ist jetzt schon sehr interessant. Ja, ich kann mich nicht erinnern, aber ich nehme an, ich sehe es gleich. Oh, ich mag den Aufbau der Levelarchitektur. John. John. The accident. Always the accident. Es wirkt, als wäre ich schon länger hier. Can you hear me? Take a deep breath. You are overwhelmed. Aha, we need to try something different. Your mind is conflicting with your memories. Let's try smaller steps. I want you to think about where you were. Before the accident. Ja, dem Alkohol zufolge wahrscheinlich auf einer Party. What did you see? What did you hear? Ich kann mich jetzt nicht mehr. Kann ich aufstehen? Doch. Also jetzt fällt mir gerade ein, wenn ich das nochmal alles Revue passieren lasse, dass ja der Regen auch eine gute Erklärung sein könnte, warum ich meinen Unfall hatte. Offensichtlich ist der Unfall etwas, über das ich nicht reden will, das ich immer wieder verdränge, vergesse. Und ich glaube, ich weiß auch als erfahrener Spieler von psychologischen Thrillern, weiß ich natürlich, wahrscheinlich hat er seine Partnerin dabei verloren und ist selbst schuld. Playing games is just a distraction, John. Es ist aber schon ganz cool, wie hier der Raum sich darin spiegelt. Playing games is just a distraction, John. Ah, noch einmal, komm, einmal noch. Playing games is just a distraction, John. Du weißt doch überhaupt nicht, was mir. Oh, das ist deutlich. Das ist scheinbar richtig. Da muss ich hingucken. In die Fragmente.
meine Erinnerung. Das ist ja geil gemacht. Also, das wäre auch in einem Film, glaube ich, wenn man das visuell richtig umsetzt, sodass es auch funktioniert, wenn man es nicht selbst spielt. Ganz tolle Idee. Which door does it open? Ja, 6111 halt, ne? Wahrscheinlich ist jetzt irgendwo. Keep going, John. Dieser Koffer, ist das meiner? Hab ich den mitgebracht? Da kann ich sicher auch noch hin. Kurz, ich werde gleich anfangen, das Spiel so zu spielen, wie es gedacht ist. Ich will nur kurz einen Gedanken noch loswerden. Das erinnert mich total an diverse Stephen King-Geschichten. Was sonst? Club 19, yeah. Und ja, da gibt es in der Dunkle Turm, gibt es Susanna. Das ist eine der Hauptfiguren und die ist häufiger in ihrem sogenannten Dogan. Das ist so eine Art Kontrollterminal in ihrem Kopf. Ja, das ist halt, er akzeptiert es einfach. Kontrollterminal in ihrem Kopf. Und das ist eben sowas wie hier. Einfach etwas, was repräsentiert, wie sie die Welt sieht und wahrnimmt. Und total, in dem Buch ist es total schön beschrieben, wie sie in diesem Dogan sozusagen Dinge entscheidet und ihren Charakter lenkt von so einer externen Beobachterperspektive heraus. Und hier fühlt es sich teilweise genauso an. A bell? What does that mean? Ah, das ist doch sicher. Find a link to take you back, John. Da ist der Koffer wieder. Eine alte Schreibmaschine. Okay, also ich bin Autor. That's it, John. Remembering will open new doors. Oder ich bin Schreibmaschineninstallateur. I want you to submit to the memory. Don't be afraid to go deeper without me. Go and tell me your story, John. Das ist auch ein cooler Effekt, wie die Tür für mich tanzt. Das wäre generell, dieses ganze Setting wäre gar nicht mal so schlecht für eine Art Shining-Spiel. Kommt ja demnächst auch wieder eine Serie. Mal gucken, ob es da nicht vielleicht auch ein Spiel zu gibt irgendwann. Ich trete ein. Der Himmel ist also Raum 6111. Navigating recent memories is proving difficult. The patient has found anchors from before the accident. The memories recalled have led him to the gates of the hotel. Ich sag's euch, es endet damit, dass er irgendwie einen schönen Abend mit seiner Partnerin oder so verbringt. Sie dann einen Grund finden, warum sie Auto fahren müssen. Er vielleicht auch sie noch überredet. Und dann Unfall. Er muss mit der Schuld leben. Vielleicht sogar sind Kinder mit anwesend. Also ich erwarte eigentlich genau sowas. Der verdrängt doch ganz eindeutig was. Da sehen wir es auch. Der klassische Autor auf dem Weg zu einem Ort, den er nicht kennt, auf der Suche nach Inspiration. Bing, 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 bing. Na toll, keiner trägt meinen Koffer. Hier fliegen die Sessel in der Luft. Was für ein Hotel ist denn das eigentlich? Ich bitte euch mal, das ist ja wirklich. Also ist das, damit ihr da staubsaugen könnt? Das ist aber geschickt. Jetzt aber mal ernsthaft. Irgendwas. Vielleicht habe ich hier jemanden interviewt. Aha, aha. Basis der Mathematik. Geh mal weg. Ich geh mal schnell weiter. Das ist aber ein Horrorspiel. Das ist zu hart für mich. Fabian, du weißt doch, dass ich Mathematik überhaupt nicht ausstehen kann. Warum empfiehlst du mir das? Was willst du mir damit sagen?
Schulde ich dir Geld? Ja, jetzt bin ich einfach nur runtergefahren. Was? Ich wollte die Preise sehen. Das kann ich mir doch gar nicht leisten. Ich bin nur Redakteur bei Rocket Beans. Was kostet's denn? Oh, das möchte ich mir gar nicht angucken. Ist da noch eine 100? Na, ach, das, nee, auf gar keinen Fall. Schnell, schnell raus hier. Vielleicht geht's darum. Vielleicht wollte ich einfach nur die Zeche prellen. Ja, vielleicht. Ich meine, ich habe wahrscheinlich nach unten gedrückt oder so. Anders kann ich es mir nicht erklären. Vielleicht. Ja, also was denn jetzt? Ja, also hoch oder runter? Jetzt entscheide ich mal, Tisch. Oh, der lässt mich nicht an die Tür. Das ist ja interessant. Ah, okay, das sind die Gedanken, die ich hatte, als ich überlegt habe, was ich potenziell schreiben könnte. Na, also eine Kindergeschichte verkauft sich immer ganz gut, ne? Da musst du auch nicht so viel nachdenken, da brauchst du einfach die klassischen Dinge. Eine Ente wollte Boot fahren und fuhr mit dem Auto, aber das Einhorn war neidisch auf das Boot und hat das Boot deswegen kentern lassen. Und dann kam eine Fee und die beiden lebten glücklich bis ans Ende, denn sie waren plötzlich verheiratet im Schloss. War das gut? War das gut genug? Fairy Tales are not for me. Ja, das habe ich, glaube ich, bewiesen. So, naja, irgendwann schreibe ich es fertig. Das lustige Todesbuch der Tiere. Irgendwann ist es wirklich am Ende. Freut euch schon mal drauf. Wann haben wir das Almost Daily aufgenommen? Ich glaube, vor 6 Jahren. 6 years in the making. 6 pages in a book. Ah, die meisten von euch wissen eh nicht, wovon ich rede. Okay, hier kann ich auch nicht durch. Es soll einfach nicht sein. Aber vielleicht finde ich jetzt die passende Inspiration. Romantik funktioniert immer. Without change, there would be no butterflies. Ja, aber brauchen wir denn wirklich Schmetterlinge? Was können die denn außer flattern? Haben die jemals wirklich, hat ein Schmetterling schon jemals was für dich getan? Ja, Ring halt, ne? Kann man teuer verkaufen. Aha. Eine weiße Rose, ganz schlecht. Keine Farbe, kein Stil. Vielleicht vorher nochmal hier mit dem roten. Nee, geht nicht. Ja, auch das war jetzt ein ganz interessanter Tagtraum, aber so richtig habe ich immer noch keinen Clou gefunden. Ist hier noch irgendwas anderes eventuell? Vielleicht, wenn ich hier mich dahin setze. Ich wünschte, das würde so einfach sein, dass man irgendwie nach Inspiration sucht und dann einfach nur sich hinhockt und plötzlich alles einem zufliegt. Ich schreibe ja sehr viele Kurzgeschichten immer gerne. Ich schreibe die nur nie fertig. Ich habe schon 100 Mal eine angefangen. Ich glaube, ich habe noch nie eine fertig geschrieben, außer in der Schule. Und da auch nur, weil es verlangt wurde. Ich kann diesen Druck eines weißen Blattes Papiers total gut verstehen. Ja, das ist meine normale Vorstellungskraft, wenn ich mich irgendwo hinsetze, um für mein Buch zu überlegen. Man wartet und wartet. Vielleicht ein Buch über einen Tisch, einen runden Tisch, der Menschen umbringt. Und 2 Sessel. Das wird geil. Das wird mein Meisterwerk. Der Magnus Opum. Tisch und Sessel. Das ist ja Mördertisch. Mörderertisch. Ich krieg's nicht hin. Mörderisch. Mörderischer Mördertisch. Der mörderische Mördertisch. Und Inspektor Sessel löst den Fall.
Was ist denn jetzt hier? Da ist der Aufzug. Warum kommt der, wenn ich klingel? Ich mag die Musik. Kriegt man direkt Bioshock und Fallout-Vibes, ne? Bei der Musik. Auch wenn es nicht dieselbe ist, aber mit alter Musik kriegt man sofort die übelsten Spiele-Vibes. Alles schon da gewesen. Ach komm, na, da steht doch Open. Guckt euch das an, die hat gar keine, die hat gar keinen, die hat einfach keine, ne? Keine, also, da würde ich ja quasi die Wand aufmachen. Was eine coole Idee wäre für ein Spiel. Aber es geht nicht. Okay. Okay, der kommt einfach nicht, oder? Nee. Doch. So, jetzt gucken wir nochmal 0 und 1 zu. Ich habe mal gelesen, dass diese Zu-Buttons überhaupt nicht funktionieren, dass sie nur dazu da sind, um demjenigen im Aufzug ein schönes Gefühl zu geben. Weiß nicht, ob das stimmt. Aber die anderen Buttons gehen auf jeden Fall nicht. Ich saß hier schon, wie ich natürlich weiß, aber ich dachte mir noch ein letztes Mal, dass ich das abhaken kann. Hier kann ich also auch nichts mehr machen, okay. Da ist ja gar nichts drin. Dieses Hotel ist ja doof. Alles nur voller Kinderspielzeug und Kindern. Ohne mich. Schön weg. Ich muss da nicht immer mitmachen bei allem, was ihr so sagt. Ich kann auch mal meinen eigenen Weg gehen. Ja, scheinbar nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Gut, was wollt ihr denn nun von mir? Habe ich mir alles angesehen? Habe ich mir auch angesehen. Warum passiert hier nichts? Warum ist da kein Türschlitz? Das ist alles so weird. Was ist das nochmal? Loin Roar. Lion Roar. Okay, Loin Roar. Ja, Loin Roar ist, glaube ich, sowas ähnliches, ne? Wenn die Leiste. Ein komisches Geräusch. Wenn die Leiste ruft. Okay, ich schaue nochmal. Was könnte hier sein? Vielleicht muss ich dir eine E-Mail schreiben. Receiving guests continuously since 1960 and it's becoming more and more popular. Live like a king. Live like a king size bed. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kriege jedes Mal Panik, wenn ich das höre, aber es ist ja eigentlich total schön. Da spielt ein Kind mit seinen drei lächerlichen. Das eine ist noch nicht mal ein Lebewesen, ist einfach ein Auto. Ist dein Vater bei Audi oder was? Warum wohnst du in Wolfsburg? Was soll das? Nicht mal anständige Fantasien kann der Mann haben hier. Von Zigarren und Yachten und Haien. Oh, ah, ist das vielleicht relevant? Ein Hut? Ach, scheiße, auch nicht. Was ist denn jetzt los? Ah, ich verstehe jetzt, worauf es hinausläuft. Läuft. Es läuft nämlich bei ihm nicht. Und deswegen läuft's. So läuft's.
Ich mag es, dass man die Charaktere, die anderen nicht sieht, aber sieht, was sie machen in dem Fall. Denn auch wenn es so aussieht, wir sind nicht alleine. Hey, ich wollte das nicht aufmachen. Ich schreibe kein Buch über eine Broschüre. Okay, getrunken habe ich genug. Anklicken kann ich nichts. Runtergehen. Ich bin ein bisschen beduselt, oder? Ja, ein bisschen betrunken bin ich. But why? Jetzt mach doch mal auf hier, ich muss der Frau noch helfen. Nee, das war's schon? Zum Zugucken verdammt. Okay. Dann gehe ich jetzt mal runter und gucke, wie sie unten angekommen ist. Ich weiß nicht genau, was von mir erwartet wird. Oh shit. Mr. Evans, we are glad to inform you that your room is ready. Please sign into the guestbook. Das mache ich. Ich nehme an, das eben war nur eine Repräsentation meiner Idee, die ich als Autor hatte. Thank you. So spannend ist jetzt aber nicht jemand, der aus seinem, von seinem Balkon runterhüpft. Aber warum? Das ist das Mysterium. 6:11, also jetzt kann ich endlich in die 6. Okay. Ach, da geht's gar nicht lang. Das sieht aber so freundlich und hell aus. 6:2, ja, ich habe 6:11. Habe ich? Weiß ich nicht mehr. Ist egal, ich komme eh keinen einzigen Raum rein. Tja, das ist aber keine gute, kein guter Service. Also, und ich kann mich nicht mal, was denn hier mit euren Spiegeln? Man kann sich ja nicht mal in euren Spiegeln sehen. Wisst ihr das denn? Ich dachte irgendwie, vielleicht muss man nur an die richtige Stelle gehen und dann geht es direkt wie eben auch schon weiter, aber ne, hier ist einfach gar nichts. Exit geht nicht auf, das ist auch, das ist halt wirklich, wenn da mal die Sicherheitsprüfung kommt, da sehe ich kein Erbarmen für dieses Hotel. Das gibt eine Warnung, mehr als eine Warnung. Na gut, dann muss ich ja wohl, auch wenn ich es nicht verstehe, nochmal mit dem Aufzug fahren. Kann das sein? Passiert ja nichts. Aber eigentlich, Mann, ich muss hier doch richtig sein. Mal kurz der Schalter eventuell. Ja.
Ah, okay, ich verstehe. Dann wähle ich doch mal meine eigene Zimmernummer, die einzige, die ich überhaupt kenne. Nee? Dann probiere ich mal. Warte, nein, erstmal auflegen. Abnehmen. Dann probiere ich mal 9-11. Warum nicht? Da geht nix. Mr. Evans, there's a woman calling for you. She seems very concerned. The husband you expected him to be? Has the war created new problems for you? Okay, ich laufe in die falsche Richtung. Aber ich will schon nochmal sehen. Ah, okay, das war's. Wer da alles ist. 6, 11. Ah, was? Fängt die wieder von vorne an? Das ist ja ein furchtbares Hotel. Gleich mal auf Yelp. Also wirklich, schlechte Bewertung ohne Ende, ey. Da werden wir noch von hören. Ich habe 3 oder 4 Google Fake Accounts. Wartet ihr mal ab. Da ist sie. Das wirkt... Ja, obwohl, es ist ein Hotelzimmer. Ich wollte gerade sagen, es wirkt eher wie so ein Privatstudienzimmer oder so, aber nein, hier ist ja, hier ist alles, ne? Oh, die Tür macht mich fertig. Vielleicht bin ich betrunken. Das war ein Glas Wein. Finally, peace and quiet, a cigarette to calm down and my typewriter is all I need. Draußen, oder? Ich glaube draußen. What? Jetzt hat jemand meinen Typewriter geklaut. Ich glaube echt, ich glaube darum geht es. Es ist die Suche nach dem verlorenen, der verlorenen Schreibmaschine. Oh, ich würde mir am liebsten jetzt einfach einen schönen Kaffee. Einmal so ritsch hier so rein mit dem heißen Wasser drüber. Mann, ey. Das ist das Beste, finde ich, am Hotelzimmer. Die Kaffeemaschine. Oh lala, das ist aber jetzt mal, also das ist aber ein wirklich schönes Schlafzimmer. Da würde ich mich aber auch hinlegen jetzt. Doch nein, er kennt nur eins. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hier setzen wir uns jetzt hin, hier wird geschrieben. So muss man es nämlich machen, fragt Gunnar. Einfach jeden Tag 6 Seiten, so wie Stephen King. Rauskacken, einfach machen, 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 nicht lang nachdenken, schreiben. Wegschmeißen kann man immer noch. Okay. John walked into the room and paused in the narrow hallway. There was a door to his left, but it occurred to be closed. On the right, there was a wardrobe with sliding doors along the entire length of the wall. The room was dark. John set his suitcase in the doorway and walked toward the darkness to find the light switch. He was accompanied by an unpleasant sensation coming from the darkness. He quickly turned on the light. John looked around. The room seemed bright and clear now, just as you would expect the hotel room to look like. There were a small corner with a bar, folding doors, probably leading to the sleeping area, and a sizable desk, perfect for work. Oh Gott, es dauert ja ewig und es gibt keine deutsche Übersetzung. Na gut, einmal mache ich's, aber die nächsten Seiten lese ich nicht. Opening the folding door, John, as he suspected, found himself in the bedroom. He put the suitcase on the bed and looked inside. Without a second thought, he took out the typewriter and placed it on the desk. So war es tatsächlich. Ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, habe ich mich ans Arbeiten gesetzt. Then he decided to check the bathroom.
Habe ich gar nicht gemacht. The second door leading to it was also closed. From the inside was coming a soft sound of water coming out of the shower. Concerned, John decided to check the rest of the room. Also jetzt soll, heißt das jetzt eigentlich, ich sollte vielleicht in der Dusche mal nachgucken, ob da jemand ist. Das wäre aber unpässlich, wenn da jetzt eine Frau zum Beispiel bei mir unter der Dusche stehen würde. John went to the night table on the right side of the bed, but found only the Bible in the drawer. In the second night table he found his lighter. Seinen? However, he could not find the bathroom key anywhere. But the desire to write was stronger than explaining the issue of a closed bathroom. John felt he had to smoke. Where did he leave cigarettes? Usually he kept them in his coat. After he finally found all his stuff, he was ready to start writing the story. Ja, du hast eigentlich gar nichts gemacht, du alte Flitzpiepe. Wem willst du das schicken? Ja, toll, John. Du hast ein Tagebuch geschrieben. Das ist kein Buch. Das ist ein Tagebuch, Alter. Das schreiben kleine Mädchen, die sind 13 und tragen Spangen und Zöpfe. Schäm dich. Schäm dich, John. Aha. Licht an. Licht aus. Licht an. Licht aus. Licht an. Licht aus. Ich hab's. Eine Idee über die Sonne, die plötzlich ausging. Die Sonne, die plötzlich ausging. Das ist die beste Idee aller Zeiten. Ja, ich würde sagen, für einen Tag reicht's. Ich habe eine Seite geschrieben, das ist viel. Schreibt ihr erstmal eine Seite. Und außerdem habe ich mir noch eine zweite Idee hier mit der Lichtsonne. Habe ich quasi im Koffer, ist quasi das Sequel auch direkt gesichert. Das weiße Rauschen. Plötzlich auf allen Fernsehsendern weltweit nur noch weißes Rauschen. Die Leute verzweifeln. TV-Sender versuchen, Shows zu senden. Doch das weiße Rauschen lässt sich nicht übersenden. In einer Welt ohne Entertainment. Das weiße Rauschen. Ich weiß, das ist ein Film, ein deutscher Film mit Daniel Brühl über jemanden, der latent crazy wird. Ist guter Film, aber macht einen ziemlich mürbe. I need a quick smoke before starting. Aber doch nicht im Schlafzimmer, ohne das Fenster aufzumachen, ey. Das wird immer schlechter. Das Erste, was er macht, im Zimmer rauchen. Und was rauchst du? Bibelseiten. Das ist das Werk des Teufels. Was rauchst du denn jetzt? Kannst du das Wort Gottes rauchen? Kann man? Ich bin sicher, ein Katholik könnte. Die essen sein Fleisch und trinken sein Blut, dann können sie auch sein Wort rauchen. Seien wir doch mal ehrlich. So, was ist denn jetzt hier links? Ach, der Leiter. Tja, J.E. There was a lighter with my initials in the drawer. Why was it there? Ja, das ist wirklich eine gute Frage, oder? Warum ist das da? Okay, kippen. Ja, toll, ey. Sucht, das Spiel. Ist mir doch egal, ob der jetzt raucht oder nicht. Du frisst die Schokolade, mein Freund. Njam, njam, njam. So, die Bibel ist mir in diesem Problem kein Trost. Ich brauche etwas Handfesteres. Etwas, das Fakten schafft. Eine Zigarette. Ist das eine Zigarette? Kann ich es? Ich kann es nicht rauchen, okay. War mir nicht sicher. Okay. Ich brauche also draußen etwas, sonst wäre die Tür wahrscheinlich nicht offen, obwohl die habe ich vorhin aufgemacht. Badezimmer geht immer noch nicht auf. Was sind das für Sachen? Wer hat denn Hemden? Wer hat denn meine Hemden hier reingelegt? Okay, ich dachte für einen Moment, ich habe vielleicht hinten was drauf gekritzelt. Aber nein, okay, und hier ist nichts drin, ne? Die Information Desk ist doch normalerweise 1, oder? Oder 0? Boah, ist das schwer!
Nee. Ja gut, habe ich mir irgendwie auch gedacht. Aber wäre doch schön gewesen, wenn es gehen würde. Wo finde ich Feuerzeug? Ist das Wort Feuerzeug nicht eigentlich saulustig? Ich meine, es ist quasi, als hätte es nie einen Namen gehabt. Als hätte es nie einen Namen gegeben für das Feuerzeug. Als hätten Leute immer gesagt, gib mal das Feuerzeug her, Mann. Ja, das Zeug, Mann, mit dem du Feuer machst. Ja, das Feuerzeug. So, als hätte es nie einen Namen gehabt. Verrückt. Verrückt. Oder ist klar, sie beziehen sich auf das Feuerzeug, was man früher hatte und brauchte, um Feuer zu machen, wie zum Beispiel Feuersteine. Damit meine ich natürlich eine DVD-Box von den Flintstones. Und auch sowas wie trockenes Gras zum Verkaufen, damit du dir ein Feuerzeug kaufen kannst. Jetzt, was ist denn? Ah, endlich geht mal was auf hier. Sind hier vielleicht die Kippen drin? Ah, okay. Close the door and entering a 4-digit number and press the number key. To open, enter the same 4-digit number and press. Ja, aber ich weiß doch natürlich jetzt nicht, was ich da habe so. F-U-C-K? Nee, wusste ich. Was denn jetzt? Achso, da ist vielleicht ein bisschen Hilfe drin? Nein, keine Hilfe. Hier? Aha, jetzt würde ich aber schon gerne wissen, was da drin ist. Das sieht seltsam aus. Was ist das denn hier zum Beispiel? Das hier, das sind Fotos. Irgendwas ist hier interessant, weil das hier ist eindeutig ein Foto von einem Auto. Bei hoher Geschwindigkeit wegen diesen Geschwindigkeitsstreifen hier. Und das ist ein Tacho. Also sind das wohl auch Dinge, die noch irgendwie, die haben irgendwie mit mir zu tun. Ich lebe ja scheinbar schon länger hier in diesem Hotel, sonst wären ja nicht meine Sachen da drin. Aber warum habe ich dann jetzt erst meine Schreibmaschine geholt? Es ist alles verworren. Ne. Ja, was soll auch, ne? Woher soll ich das jetzt auch wissen? Ah, hab gedacht, weil ja letztes Mal das auch was bewirkt hat mit den Schaltern. Ah, ist hier noch irgendwo kleinere? Nee. Zigaretten, na gut, dann gehe ich jetzt halt runter. Weil unten sind ja Zigaretten, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich echt runter muss. Na gut. Warum können die mir nicht einfach eine bringen? Das ist ganz lustig, weil er noch gesagt hat, sie haben mir Ruhe und Frieden versprochen. Da ist es doch. Haben sie denn nicht das Schild gesehen? Wir haben ihn versprochen, wir haben geliefert. Okay, ich denke, ich gehe zur Bar. Das ist wahrscheinlich der sinnvollste Ort, um ein Streichholz zu bekommen. Mein Gott, ist ja schon wieder eine Dreiviertelstunde rum. Ich habe eigentlich gefühlt noch gar nichts gemacht und es ist auch noch nicht wirklich gruselig geworden bisher. Vielleicht ist es auch kein Gruselspiel, vielleicht ist es eben eher so Psychological Thriller. Nein! Ich Idiot. Aber Moment, ich habe doch nur ganz kurz drauf gedrückt. Nee, es geht tatsächlich kein anderer Button. Ich kann einfach nur hier, ich kann hier bleiben. Ja, okay. Okay. Das ändert alles. Denn wo kann ich jetzt Feuer auftreiben? Jetzt werde ich selbst zum Raucher und will unbedingt... das ist jetzt aber doppeldeutig, ne? Das möchte ich aber nicht mehr essen. Oh, das ist eine Kiwi. Die ist doch noch gut. Na, egal. Das würde normalerweise in einem guten Hotel, auch der Boden, wie der aussieht, in einem guten Hotel würde es alles ein bisschen anders aussehen, glaube ich.
Okay, das ist schon lustig. Also, dass das geht, auch wenn, naja, bisher hat es noch keinen Sinn, aber es wird vielleicht nur einen bekommen. Tja. Feuerzeug. Sag mal, ich bin so dämlich. Zigarette suche ich natürlich. Ich rede die ganze Zeit von Streichhölzern, aber ich habe hier oben mein Feuerzeug. Aber ich suche halt auch meine Zigaretten. Ich meine, ja, die nehmen wir gerne noch. Kann ich die mitnehmen oder? Nee, kann ich nur da lassen. Im Kühlschrank? Ich meine, ich bin jetzt nicht der Weinprofi, aber Wein im Kühlschrank? Ernsthaft? Wenn es schön macht. Okay, jetzt probiere ich mal aus, ob ich ein Inventory habe, wo ich eventuell meine Zigaretten aussuchen kann. Es sieht nicht so aus. Nee, nichts davon. Nichts von den üblichen verdächtigen Buttons bringt irgendwas. Vielleicht nochmal. Oh, ich kann ja auch auf Deutsch. Ja gut, dann machen wir das jetzt auf Deutsch. Ab jetzt. Aha. Tastaturbelegung, links, rechts, rennen. Ja, mehr geht's nicht. Habe ich mir genauso auch schon gedacht. Ich dachte, weil er vielleicht Nichtraucher, also anfängt Nichtraucher zu sein, dass er vielleicht die Kippen weggeknüllt hat oder so. Aber nein. Vielleicht gibt's einfach keine. Ich muss zugeben, ich habe schon erwartet, dass jetzt irgendwas passiert, wenn ich hier sitze, weil man das ja antrainiert bekommen hat. Okay. Sag mal, das muss doch. Ich meine, ich habe die jetzt schon mehrfach angeguckt. Da ist nichts, oder? Das ist einfach nur die Bibel. Hier finde ich keinen Rat. Ah. Nee. Okay. Ist eigentlich sehr, es ist wie so ein bisschen wie der Hotelsimulator. Ich sitze jetzt halt hier rum. Ja, ganz schön, wie der Wind so reinweht. Ist ganz schön, dass das eben jetzt erst durch die Öffnung des Fensters passiert ist. Kann man nicht merken. Ein bisschen kühl. Ich sollte vielleicht einfach den Zimmerservice. Komm, ich bleib heute Abend zu Hause hier und gucke ein paar Pornos. So, der Hotelsimulator. 6 Euro bitte. Auch der Untertitel von meinem Hotelsimulator. Hotelsimulator, 6 Euro bitte. So, was ist denn jetzt hier? Es wird ja langsam schummrig, aber es ist halt leider immer noch nicht am Rauchen hier. Wo ist denn das Rauchen, von dem alle reden? Mann, ich wollte noch nie so dringend eine rauchen. Ich sag's euch, irgendwas ist noch mit der Weinflasche. Ich bin absoluter Stromverschwender. Einfach alles anlassen. Kühlschrank auflassen. Das ist so schön wegen dem Bodennebel. Ja, okay. Jetzt ernsthaft, das kann doch nicht so schwer sein. Wo ist denn die Zigarette? Also. Das kann ja gar nicht passen, ne? Meine Raumnummer passt nicht.
Und hier steht auch nirgendwo was drauf, oder? Ich kann nichts erkennen. Nee. Jetzt ernsthaft, hier wäre es wirklich hilfreich, wenn hier irgendwo jetzt ein Tagebuch liegen würde, wo jemand seine Lieblings-Safe-Kombinationen aufgeschrieben hat. Man könnte auch John probieren. Vielleicht ist sein Passwort auch einfach John. Oder er hat... Ist das sein Geburtstag? Es ergibt alles keinen Sinn. Mit 4 Buchstaben, okay. Es kann eigentlich nur sein Name sein, oder? Das ist das Einzige, was passt. Schon komisch. Ich denke jetzt mittlerweile, vielleicht liegt irgendwo auf dem Boden eine. Warum ist es so schwer, diese verdammte Zigarette zu finden? Na gut, ich probiere es mal mit John. Oh Gott, da muss ich jetzt aber wirklich mal gerade gucken, wie so ein Tastenfeld aussieht, dass ich das jetzt nicht falsch eingebe. Und mich dann wundere. Also, John wäre demzufolge die 5. Die 6. Das H ist die 4 und nochmal die 6 und dann das. Ja, natürlich geht das nicht, weil das ja auch totaler Quatsch ist. Ich meine, er könnte John nehmen, ja, aber es ist halt ein Wort von 10 Millionen Wörtern, die alle 4 Buchstaben haben. Was genau ist hier das Problem? Wo ist die Kippe, Alter? Warum kann ich oben das Feuerzeug nicht benutzen? Es gibt halt einfach für mich nichts zu tun hier. So, ach, der hat das übrigens nicht übersetzt auch. Ja, nur für euch alle, er hat es nicht übersetzt auf Deutsch. Ich habe es eben umgestellt. Eine Frechheit. Na gut, er ist kein Übersetzer, er ist ein Autor. Rezeption? Also jetzt werde ich aber langsam wirklich verrückt. Jetzt weiß ich einfach überhaupt nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich mache mal alle Lampen aus. So verzweifelt bin ich schon. Und Fenster müssen auch alle zu. Was ist das hier? Warum wird das so angestrahlt? Das ist doch scheinbar wichtig. Das ist wieder eine Frau, die mit dem Rücken zum Betrachter steht, so wie eben auf dem Balkon. Da könnte natürlich ein Zusammenhang bestehen, genauso wie hier. Also Holy oder Bible könnte hier auch ein Passwort sein vielleicht. Es wäre ein bisschen dumm, bin ich ganz ehrlich, aber es sind halt 4. Nee, nur Holy hat 4. Na komm. So, jetzt habe ich aber wirklich alles außen angemacht. Was damit? Kann ich nicht machen. Oh, ich werde wahnsinnig. Es will einfach nicht laufen. Also ich glaube es ja wirklich nicht. Ich mache trotzdem nochmal Holy. Ich meine, ich weiß es halt einfach nicht, ne? Also 4... 4, 6, 5, 4, 6, 5, 9, okay.
Ich hoffe, dass ihr jetzt wenigstens beim Zuschauen irgendwas mitbekommen habt und versteht, was hier passiert, weil ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß, aber es kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Eigentlich muss es doch ziemlich selbsterklärend sein. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich habe doch noch nahezu nichts gemacht. Also was genau? Da ist auch nichts. Ich meine, ich bin jetzt mittlerweile einfach nur noch am Rumprobieren. Puh, guckt euch das an. Ich habe einfach alles, was geht, habe ich abgesucht. Warum ist es so schwer, eine Kippe zu finden? Ich versuche echt gerade alle Buttons, um irgendwie zu verstehen, wie ich die Kippe vielleicht nehme. Aber hier steht auch nichts. Empfindlichkeit, Controller, Empfindlichkeit, Tastaturbelegung. Es gibt nur diese vier. Ja, toll. Das kann es nicht sein. Was ist denn das auch für eine scheußliche Erinnerung hier? Eine der langweiligsten Erinnerungen, in denen ich je war. Das kann es doch nicht sein. Also, probieren wir das. Januar, 10. Januar 2005. Ich probiere mal 2005. Vielleicht ist ja auch nichts drin. Ich bin mehr oder weniger 10, 13, könnte man nochmal ausprobieren. Also, wenn das stimmt, werde ich aber ein bisschen wütend. Okay, nee, das auch nicht. 10, 13. Ich fand, die Idee war bisher meine beste. Das ist echt furchtbar. Ich bin sehr enttäuscht von mir, wie ich das halt einfach nicht schaffe. Ich meine, hier ist dann Key. Ich kann ihn nicht lesen. Vielleicht habe ich denselben. 2, 2, 2, 2. Ich kann es doch nicht lesen, Mann. Ist eine 3? Soll ich das überhaupt lesen können? Ich würde sagen, es ist 4 mal die 2. Nein. Ach. Nein, das geht auch nicht. Ja, das wäre auch dumm, ne? War das 4 mal die 3? Ich konnte es kaum lesen. Fick Scheiße, dieser dämliche. Ach, warte mal, vielleicht habe ich hier, oh Mann, das wäre echt dumm, habe ich hier was drin stehen. Put a suitcase, second thought, decided, boy, bathroom, John, room, Bible, lighter. Where did he leave cigarettes? Usually he kept them in his coat. Echt? Das war's? Das ist der Hint? Ich bin ja ein Depp.
Also das muss es doch jetzt sein. Da ist doch der Code, Alter. Vielleicht noch nicht, sieht aus wie eine Decke, ne? Okay. Wo ist mein Jacket? Ach, da. Ich werde wahnsinnig, ne? Das war das Problem am Ende. Am Ende des Tages war das das fucking Problem, dass ich von hier gar nicht rankam. May case, may cause brain damage and loss of memory. Das ist einfach, das ist zu schön, um nicht ein Diss gegen mich persönlich zu sein. Ach Mann, ey, das hätte man halt auch in 3 Minuten haben können. Es hat jetzt halt einfach eine fucking Stunde gedauert. Aber hoffentlich wart ihr ebenso, genauso gespannt wie ich, wo sie denn am Ende sind, an welchem mysteriösen Platz. Da kann doch keiner mit rechnen, dass sie in der Jackentasche sind. Okay, komm. Ne? Hab jetzt gedacht, da kommt die Show jetzt. Jetzt kann ich schreiben, okay. Tack, 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 tack. Ah, schön. Es war eine stürmische Nacht und es gab kein Zeichen, dass der Regen bald aufhören würde. Es lag eine Spannung in der Nacht und... Nein, das hört sich nicht richtig an. Erinnere dich. Sie griff nach der Kante des Balkons mit all ihrer Kraft, nicht gewillt loszulassen. Sie schrie um Hilfe und sie... Und sie... was? Kannst du dich nicht an deine brillante Idee erinnern? Das kenne ich. Wie wäre es mit einem Glas Wein, um die Gedanken auf Fahrt zu bringen? Das kennen viele sicherlich, die denken dann, oh Mann, ich habe eine super Idee. Und dann hast du die 3 Minuten später wirklich schon wieder vergessen. Und als du sie noch hattest, dachtest du, ey, niemals, die geniale Idee, die ist so gut, ich werde sie nie vergessen. Ich werde sie, es ist unmöglich, sie zu vergessen. Und dann... So, das hat auch geklappt, da ist es. Ich sehe schon, warum der Unfall war. Aber immerhin hatten wir offensichtlich keinen Unfall mit einer anderen Person oder so. Sondern, wenn, dann waren wir wahrscheinlich alleine. Alles, was sie jetzt tun musste, war, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Sie wusste, es würde keine weitere Ablenkung geben. Und in dem Moment kam die Ablenkung. Ist der Wein endlich da, den ich vor über einer Stunde bestellt habe? Ja, da ist der Wein. Das ist Spülmittel, mein Herr. Seien Sie ruhig und schütten Sie mir das Glas randvoll. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt hin soll. Ich meine, ich will doch eigentlich weiterschreiben. Sie konnte ihr Herz schlagen hören, ihr Puls raste, alles kam in diesem Moment zusammen. Dieser einzelne Atemzug würde alles verändern. Jetzt sag mal, also ich bitte Sie, ich bezahle Geld. Oh, das sieht aber komisch aus da oben links, oder? Ihr seht das auch. Und die Schere hier, das sind alles keine guten... Alles keine guten Vorzeichen. Da ist auch alles voll. Ich würde schon gerne wissen, von welchem Raum sie eigentlich kommt. Nichts machte mehr Sinn. Sie konnte nicht klar denken, sich nicht konzentrieren. Sie konnte den Rhythmus ihres eigenen Herzens nicht wahrnehmen. Jeder Versuch einer Aktion endete in Leid. Choosing the Azure Hotel. We hope you're enjoying our services. Is there anything we can get you to help you enjoy your stay? Fresse halten. Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Of course, Mr. Evans. I know exactly what you need. This is really getting annoying. People should just leave me alone.
Da fängt er schon an, das als Kapitel zu schreiben. Er fängt schon langsam an, das alles so ein bisschen durcheinander zu bringen. Das muss an der Zigarette liegen. Ach gut, ich meine, das nehme ich natürlich ungefragt mit zu mir. Ach geil, und Hammer? Was da noch? Da war noch was? Hä? Jetzt schreibt die auch noch alleine. Zum ersten Mal begannen die Sachen Sinn zu ergeben. Alles, was sie sah, sah sie nur mit ihren eigenen Augen. Sobald sich ihre Perspektive änderte, sah sie die Welt, wie sie wirklich war. Möglichkeiten lagen hinter jeder Ecke. Okay, ich werde scheinbar wahnsinnig und fange jetzt an, meine Wohnung zu verbarrikadieren. Aber wo habe ich die Bretter her? Das sind doch die echten Fragen. Wo kriegst du denn im Hotelzimmer Bretter? Ja, schicken Sie mir mal bitte hier 12 Zimmermannnägel und 14, ja, 1,5 Meter lange Bretter. Raum 611. Was wollen Sie damit machen? Ach, das geht Sie nichts an. Ich will meine Ruhe haben. So, aha, okay. Also irgendwie sind das Erinnerungsstücke. Der Teddy, also ich meine, der sieht ja nicht so aus, als wäre der von uns. Der sieht aber auch aus, als wäre er ziemlich zerrissen worden. Aha, okay, alles gut. Ich verstehe. Kann man denn mittlerweile was im Fernsehen sehen? Nein. Kapitel 2. Entschuldigung, ich habe gerade woanders hingucken müssen. Die Nacht war dunkel. Ruhe setzte ein. Sie konnte ihren Körper spüren. Sie konnte... Ach, verdammt. Könnte was genau spüren? Was war? Spüren? Wein wird dir jetzt nicht mehr helfen. Es hilft mir beim Denken. Wie konnte ich es nur vergessen? Ja. Da es ja meine Erinnerung ist, kann ich ohnehin nichts ändern. Also ich meine, ich muss es ja so abspielen, wie es wirklich passiert ist. Wer hat mir denn nochmal so eine Flasche gegeben, ey? Das ist ja das große Drama, ne? Zwischen Autoren und Alkohol. Ist ja eine sehr komplizierte, sehr knifflige Beziehung. Ganz viele Autoren haben im Laufe ihres Lebens eine Sucht durchgemacht. Also es gibt ganz viele, ne? Manche sagen ja sogar irgendwie, man ist kein Autor, wenn man nicht mindestens alkoholkrank ist. Das ist natürlich Quatsch. Jemand, der es ganz gut geschafft hat, sowohl das alkoholisiert Schreiben durchzuspielen, als auch wieder zurückzukommen, ist Stephen King tatsächlich. Es gab Phasen, zumindest schreibt er das in seinem Buch übers Schreiben oder so, glaube ich, heißt das. Schreibt er auch davon, dass er irgendwann angefangen hat, tatsächlich einfach Mundwasser zu trinken wegen dem Alkoholgehalt und also ganz viele widerliche Dinge, einfach nur Hauptsache irgendwie, ne, und auch diese, das kennt ihr auch, diese klebrigen, wie heißt das, bevor man auch high wird, wenn man zu viel konsumiert, Hustensaft, genau. Also total wahnsinnig, der hat in seinem Alter damals, in seinem jungen Alter, hat er echt alles genommen, was nur irgendwie geht. Wie kommt denn der ganze Wein her, Alter? Aber er hat eben irgendwann aufgehört und es hat aber definitiv auf seine Art zu schreiben auch gewisse Auswirkungen gehabt. Guckt euch das an. Da sieht man auch die Auswirkungen. Hier ist schon mal eine Flasche kaputt gegangen. Hier sind 5 weitere im Kühlschrank. Esse ich denn überhaupt was? Scheinbar nicht. Und hier sehen wir auch, dass ich schon 2 Tage hier bin. Ich wette, das wird immer mehr. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Sieben, das ist mit Sicherheit der erste Hinweis für den Safe. Und im Safe ist dann die Wahrheit, denn die hat er gut verschlossen, am ehesten vor sich selbst. Ich habe das Spiel soeben gelöst. Also der hat hier richtig Ärger gemacht. Is the sweetheart
Die Schreibmaschine ist schon gar nicht mehr da, einfach. Einfach nur noch, jetzt nur noch heute ein Wein. Projekt heute, 3 Flaschen Azur Gardens Concord. Ja, auch noch semi-sweet, semi-sweet, ist das ekelhaft. Ah, jetzt muss ich das Radio wahrscheinlich ausmachen. Nein. Moment. Das gucke ich mir kurz mal an. Use Arid every day. It helps stop perspiration safely and at the same time Arid is the most effective deodorant. Okay, es ist einfach Standardwerbung. Ich dachte, wäre irgendwas ironisches, metaebenenmäßig, so ein bisschen wie bei Alan Wake, aber nein, wir machen ihn noch kaputt. 3 7 3. Warum gehen mir alle so auf die Nerven? Alter. Okay, ich randaliere schon so ein bisschen. Ich will aber eigentlich jetzt auch wissen, wie es mit der Geschichte weitergeht. Das ist ja interessant. Guckt euch mal das an. Da ist gar kein... Das ist ein furchtbares Fenster. Ja, gar keins. Da ist ja nicht mal genug Platz, um aus dem Fenster zu springen. Der ist doch gar keiner, also was soll's. Deswegen gibt man einem Hotelgast keine 25, 2,5 Meter Bretter. Das ist der Grund, genau das hier. Mal gucken, ob hier in meinem Geheimversteck irgendwas Spannendes ist. Nein. Das ist jetzt immer das Erste, was ich untersuche. Ah, guckt euch das an. Der Tisch, den ich vorhin gesehen habe, das ist der Tisch, der in meinem Zimmer steht. Weil ich den einfach da stehen gelassen habe. Und der vergammelt da. 3 Flaschen. 2 Tage und 3 Flaschen. Das ist nicht gut. Mehr Flaschen als Tage ist ein schlechtes, eine schlechte Quote. 0. Okay, ja klar. 7. 3. 7, 3, 0. Das ist doch längst vorbei, mein Freund. Alter, wie viel Wein hat er denn getrunken? Kein Mensch kann danach noch irgendwas schreiben. Ja, so endet es also mit diesem Raum. 7309, okay. Oh, jetzt ist auch die Tür offen. Natürlich, eine Knarre. Aber nicht geladen. Das ist ein Fehler. Immer die Waffe geladen im Safe haben. Okay. Okay, hier ist die andere Tür. Auf der anderen Seite geht es nicht auf. Was haben die hier für komische Spiegel? Sag mal, haben die Spiegel an die Wand gemalt? Warum sehe ich mich da nicht? Da werde ich mich beschweren. Bin ich so betrunken? Dann ist man sehr betrunken, wenn man sich selbst nicht sieht. I will never leave you. Allein, dass der Ring hier liegt, deutet darauf hin, dass der Autor dieser Zeile sie nicht ganz ernst genommen hat.
Okay, kann ich scheinbar nichts machen. Schau in dich hinein. Ich habe doch kein Spiegelbild. Oh, noch einer? Jetzt ist eine Kugel drin. Das ist natürlich sehr deep. Die Kugel wird geladen durch meine Ängste, meine Selbstzweifel. So ist es ja häufig, ne? Und jetzt? Tür geht nicht auf, hier ist alles kaputt. Ich kann doch nicht alles hier komplett zerstören und dann einfach erwarten, dass ich hier wieder rausgehen kann. Das wird richtig teuer. Besoffen mit der Waffe baden. Das ist die Top, in den Top 3 der schlechten Ideen. Wirklich. Das war schön gerade, ein schöner Effekt, ich weiß nur nicht. Ah, okay. Der will wahrscheinlich die Zimmermiete sparen. Das war schon der erste Akt. Ja, also interessant. Interessanter erster Akt, muss ich sagen, aber ich muss auch sagen, stellenweise ein bisschen nicht schwierig mit den Rätseln, aber eben. Wenn man gar keine Hinweise bekommt und es irgendwo auf ein kleines Item, was irgendwo in diesem Raum versteckt ist, ankommt, da kann man den Spieler natürlich auch schnell frustrieren, weil, habt ihr ja gesehen, das passiert ganz schnell, dass man irgendwie ganz woanders hindenkt. Und das waren alles herausragende, sehr kluge Gedanken, Geniegedanken. Die klügsten Gedanken habe ich, alle. Aber in dem Fall waren es die falschen, ne? Zur falschen Zeit, im falschen Kopf. Und die Kippen, ne? Woher soll ich wissen, wo man Kippen versteckt? Was soll ich denn wissen? Der Wunsch, sich auf das Buch zu konzentrieren, bietet die Möglichkeit, durch die Risse zu schlüpfen. Dennoch stoßen wir auf eine Mauer vor der Wahrheit und können so nicht fortfahren. Wir müssen einen anderen Ansatz versuchen. Ich frage mich schon, warum wir in dieser Therapie sind. Breathe and relax, John. Listen to the ticking of the clock. You're safe here. Writing the book. Isolation. Despair. It's hard to see the separation between the past and the mind. Can you answer a question for me, John? Kannst du eine stellen? Was that the first time you were there? Das weiß ich doch alles nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich ja auch Teil meiner eigenen Geschichte. Und habe mich in meiner Geschichte verloren. Ich glaube, er ist verrückt geworden, weil er sich nicht an die tolle Idee erinnern konnte. Something to ground your memories. That means we need to go far into your past. Dasselbe Bild. As early as we can. Think back to when you were younger. I want you to remember when you were a child, John. Yes, John, just like that. Oh, ein schöner Übergang. Good, John. Oh, wie ich diesen Wecker hasse. Ich hatte genau diesen Wecker, genau diesen Ton. Oh, halt die Fresse. Leave this room behind, John. Go back as far as you can. Okay. Ich renne sogar. Und dann sah ich, ich war es selbst. Nee, man sieht's nicht. Und dann sah ich, ich sah nichts.
Das ist meins von außen. So sieht das also aus. Imagine yourself in your bed, waking up in the morning. Time to get up, John. Okay, jetzt geht's also zurück in Johns Kindheit. Ich habe mich entschlossen, den Ursprung der geistigen Blockaden des Patienten weit in seiner Vergangenheit zu suchen. Wenn es uns gelingt, eine Grundlage frei von inneren Hemmungen zu schaffen, werden wir darauf aufbauen können. Oh, schon wieder das, ey. Aus mit dem Ding. Aus. Oh. Oh, endlich. Breakfast is ready. Come downstairs. Mein erster Koffer. Eine Waffe. Nee. Ah, okay. Dem würde ich jetzt gerne die Batterie rausnehmen. Na gut. Strom sparen. Ah, hier ist ja noch mehr. Okay, geil. Keine Kassette. Ah, ich erinnere mich. Ich war damals immer Cowboy. Weil man hat als Cowboy, gab es mit angebranntem Kork, gab es dann immer so schöne Schnurrbärte. Fand ich super. Fand ich so geil, den ganzen Tag. Jeden Tag wollte ich diese geilen Cowboy-Schnurrbärte haben. Aus Asche. Wir hatten ja nichts. Alles, was wir hatten, war Asche. Okay, das werde ich mir natürlich anhören. Death Metal, nehme ich an. Nee? Gar nichts. Das ist ja langweilig. Du bist ja ein langweiliger Typ. Du warst schon als Kind so langweilig. Kein Wunder, dass du keine guten Geschichten erzählen kannst. Ja, also Künstler wirst du schon mal nicht. Da sind wohl noch andere Zeichnungen von mir, die ich finden kann, wenn ich will. Ich will aber eigentlich nicht. Okay. Ah, seht ihr? Also, wie Slenderman, nur in lame. Es ist hier zu dunkel. Ja, dann nehme ich... Ah, keine Batterien. Batterien. Wo könnten Batterien sein? Ach, das ist ja lustig. Guckt euch das an. Ich muss gar nichts machen. Ich muss einfach nur gucken. Ist wie pinkeln mit Kreide. Okay, so. Brauche ich davon irgendwas? Nee. Was bist du? Eine Batterie. Okay, sehr gut. Der Wecker. Natürlich, da hätte ich jetzt auch als erstes die Batterie rausgenommen, wirklich. Nein, wieso nicht? Das muss doch gehen, komm. Nee? Ach du blödes Drecksding.
Aber ja, da habe ich einen. Ich hätte ja auch noch einen im Walkman. Oh, jetzt wird's hier langsam mal ein bisschen scary. Ah, da seht ihr, Cowboy. Kein Indianer ohne Cowboy. Noch was? Flieger. Sind das alles die Berufe, die ich mache, wenn ich groß bin? Ballonfahrer. Ja, fahren. Man fährt Ballon. Jeder, der Ballon fährt, kriegt übrigens danach einen ehrenvollen Ballonfahrernamen. Kein Witz. Ich habe auch einen. Ich habe ihn nur vergessen. Das ist auch schon sehr lange her. Meine Ballonfahrertage. Ha, mein Gott. Da war es noch illegal. Coole Vorstellungskraft. Oder keine Decken. Ich weiß es nicht. Wie viel haben wir? 3 fehlen noch. Okay. Also diese 3 könnte man sich ja schon noch angucken. Finde ich. So viel kann man noch warten. Tor! Ah, da ist das nächste. Da ist das Boot und der Hammer vor allen Dingen wieder. Oder ein Hammer. Eins noch. Komm, das eine Ding, ey. Ah, da. Ja, okay. Jetzt bin ich offiziell Künstler. Meine Vernissage ist jetzt um 13 nach 10 in meinem Atelier. So, wo ist denn die Mama? Warum ist die nie da, wenn ich Vernissage mache? Ah. Aber warum? Das ist die Prämissekasse von Kino Plus. Endlich ist sie mein. 100-faches redundantes Wortspielerei gehört nun mir. Ey, warum? Was? Ah. Schön. Ah, Elefanten. Dieser Junge hat eindeutig viel zu viel Vorstellungskraft. Der kann nur Autor werden. Da ist meine ganze Kindheit mit einem Male zerplatzt. Und ich bin klein, einsam und allein. Das ist ein toller Level. Das ist richtig schön gemacht. Also die... Ich bin jetzt nicht so begeistert vom Rätseldesign, aber ich bin sehr begeistert von der Art, wie die Level hier übereinander herfallen, möchte ich es fast nennen. Eben noch der eine schon... Man ist wie so eine Gangbang-Orgie, der Level. Man weiß nicht, wo der eine Level anfängt, der andere endet. I like. Aha. Kenne ich keinen davon. Aber das unterste Reihe, drittes Kind von links, dem würde ich nicht trauen. Erstes Kind ganz rechts, zweite Reihe oben ist ein Geist. Ganz rechts, unterste Reihe ist nur ein Kopf. Da ist ein Kopf alleine auf diesem Foto. Ein Gruppenfoto. Und alle haben gesagt, ach, lass den Kopf doch nach vorne, der hat keinen Körper. Ich sag ja nur, wie es ist. Und die anderen
Ich will jetzt niemanden beleidigen, ne? Aber die kennt man zu Recht nicht. Okay. Wie die Müllpresse in Star Wars. Na, was ist da an den Wänden? Es sieht aus wie meine Bude, aber eben ohne die ganzen hübschen Sachen. Vielleicht ist das jetzt die Realität. So war es wirklich. Da ist das Klo. Klo und Frühstückseimer in einem. Und auch wegen dem, ja, wegen der Decke. Aber dann regnet es die ganze Zeit in mein Klo. Das ist ja mein Kind. Achso, ich wollte gerade sagen, mein Kinderzimmer sieht alles aus wie das Hotel. Vater ist am Schreiben. Offensichtlich, vielleicht bin ich ja gar nicht, ist es ja gar nicht meine Kindheit. Tabletten. Was ist das? Jetzt lass John doch mal eine Sekunde lang seine Bilder einsammeln. John, breakfast is ready. Come downstairs. Das ist hier die Zukunft. Sit down. Breakfast is on the table. Okay. Interessant, wie man halt wirklich keinen einzigen Charakter sieht. Vielleicht wollte man hier nur Geld und Zeit sparen, vielleicht. Hat es aber auch eine Aussage. John, ja, ich will doch. Please sit down and eat your breakfast. Er sitzt nun mal nicht. Ach hier. Das ist doch kein Frühstück. Also wirklich, hier so ein Muffin, Schokoflakes und, oh Gott, Milch. Willst du den Jungen umbringen? Ich esse die Flakes einfach so. Ich spüle sie mit Absinth runter. Okay, das ist jetzt wirklich lustig. Zum ersten Mal sehen wir einen Charakter und er sieht auch exakt so aus, wie man es aufgrund dieses Spiels hätte erwarten können. Aber dafür seht ihr diesen Löffel mal in groß. Ja, viel mehr waren seine Eltern wohl nicht für ihn. We'll be right back. Your favorite show is about to start. Why don't you watch it while we're gone? Das klingt eigentlich bisher wie ein richtig toller Tag. Schokoflakes essen, den ganzen Tag irgendwelche Serien gucken. Das kann nun echt schlimmer sein. Den Cupcake brauche ich nicht. Ey, das erinnert mich, ich bin früher bei Colt, hier ein Colt für alle Fälle, was ich ausgerastet bin, wenn das Intro kam. Ich bin auf dem Bett hinhergerannt, pam, 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 ich war so pumped, Alter, wie andere Leute, wenn sie irgendwie am Wochenende Party machen wollen. Pam, 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 ey, Colt Sievers, Alter, mit seinem geilen Wagen, da springt er, es war der Hammer. So. When you enter the building, you must leave your shoes here. Aha, okay. Regel Nummer 1, Schuhe. Behind that door, a decision is being made, an important decision that may affect Jerry's whole future. Nein. The television is only allowed between 4 p.m. and 5 p.m. Oh. Aber da läuft doch nichts Gutes in der Zeit. If you behave, we will allow you to listen to music every Thursday at 6 p.m.
Das sind ja wirklich drakonische Erziehungsmethoden. Wie soll aus mir ein Künstler werden? Dieser Laden ist nicht gut für mich. Aha, was soll denn das sein? Ich werde es nie verstehen. Weg. Ja, halb offen stehende Türen mit Licht dahinter. This is the storage room. No one except the staff is allowed here. Your things will be safe here. Ah, St. Oliver's Orphanage. Into the dining room. We have a surprise for you. Also einer von denen sind wir. Das ist hier die Kette unserer Mutter. Ich nehme an, das sind alles meine privaten Sachen. Was heißt das eigentlich? Also heißt das jetzt, meine Eltern waren doch eben noch da. Und plötzlich ist man weise. Also ist ja wohl irgendwas passiert. Make a wish, darling. Ich wünschte, sie würden aufhören. Ich wünschte, ihr wärt hier. Ja. Das ist schon traurig. Nie kein kleiner Junge sollte seinen 6. Geburtstag ohne Eltern feiern müssen. Aber was ist passiert mit den Eltern? Haben sie ihn einfach an der Tanke ausgesetzt? Ist es vielleicht ihr Unfall? Sign into the school register so that we can start. Oh. Now go upstairs to your room and unpack your things. Das ist doch ganz geil. Sowas hätte man gern in Hamburg. Das hier wie die TARDIS. Plötzlich einfach 200 Quadratmeter mehr. Oh. Nu? Da hat aber jetzt keiner davon gesprochen, dass ich den noch teilen soll. Ich wollte hier tanzen, Baseball spielen. Echt jetzt? Oh Mann, so eine Scheiße. Der traurige Pisseimer da in der Ecke, ey. All children must be in class. Nimm alles mit. Nee, er kann nichts damit machen. Na gut. Ja, ich weiß doch nicht, wo Klaas ist, Mann. Everyone, we have a new student. Please give him a warm welcome. Young man, come up here and introduce yourself to the class. Please come up to the podium and say something about yourself. Don't be silly. Come on, tell us your name. We are waiting. Nein! Sei doch nicht so gemein, ich habe meine Kinder verloren, meine Eltern. Ich habe keinen Namen. Ich bin Rey Skywalker. Oh, wie gemein. Kein guter erster Einstieg. Ich muss direkt mit den härtesten Knochen hier suchen und ihn verprügeln. Wie im Knast. Damit die direkt wissen, dass mit mir so ein Shit nicht gemacht wird. What is this? Breaking things on your first day? You're going to regret that. Go to the corner. Mann, Alter, ich habe doch gerade erst angefangen. Story time, children. Oh, wie unfair. Was für ein Scheiß. There was a woman who had three sons.
the oldest of which was called One-Eyed, because he had only one eye in the middle of his forehead. Also super schön gemacht, middle, alles hier. Two-Eyed, because he had two eyes like other people. And the youngest, Three-Eyed, because he had three eyes, with the third in the middle of his forehead. Because two eyes did not look any different than other human children, the brothers and the mother could not stand it. They said to him, "You and your two eyes are not better than us common people, and you do not belong to us." They pushed him around and gave him torn clothes and no more to eat than the scraps from their table. Wherever they could, they left him with heartbreak. Oh. Australia is the sixth largest country in the world, located on the Australian continent. Well, look who decided to show up. John, as you don't need to be here and learn with the rest of the class, do you mind showing us where Australia is? Nein. Da schon mal nicht hier, ne? Well, I guess you can teach the class. Next time, on time. Sit down. Jetzt sei doch einfach mal dankbar, dass ich hier so krass deinen Unterricht übernehme. John, I said sit down and stop interrupting my class. Quiet! Ist okay, herausragend, der Gag, 3 von 5. Alright, now that we're ready to continue, I will describe the next assignment. Everyone must join a group of 3. We will be continuing the lesson in groups. Was, wo bin ich? Ah, ist doch gut. Ich bin sehr klug und ihr seid alles Vollidioten, deswegen mögt ihr mich nicht. Hahaha, jetzt haben wir es hier schwarz auf weiß oder eher weiß auf schwarz, ihr Deppen. Everyone must join a group of 3. Ich bin so klug wie 3, ich brauche keinen. Mann, muss ich den echt nehmen? Everyone must join a group of 3. Ja, und was soll ich da jetzt machen? Ich sehe doch gar keinen. Everyone must join a group of 3. Alter, fuck you. Everyone must join a group of 3. Da verarbeitet jemand aber echt seine Probleme in der Kindheit in einem Videospiel. Aber da sieht man doch ganz klar warum. Weil ihr halt alle sau doof seid. Ich sollte euch alle unterrichten. Mein Gott, ey. Kein Wunder, dass ihr nicht mit mir zusammen sein wollt. Was ist denn los? Ich war doch voll geil. Ich bin sehr beliebt. Hören Sie jetzt auf damit. Sie verletzen meine Gefühle. Du bist immer da. Oh, too bad, John. Maybe next time you'll be on time and a little more lucky. Lies zwischen den Zeilen, werte Lehrerin. Unfassbar. Das triggert ja ganz alte Schultraumata von mir. John Evans, late again. Sit down. Mann, ich weiß doch nicht, wo ich sitze, da. Children, carry on as you were. Hey! Quiet! Ja gut, er wird offensichtlich gemobbt. Was richtig schlimm ist, wenn du eh schon Waisenkind bist und selbst die anderen Waisenkinder dich mobben, das ist, glaube ich, ein bisschen ganz unten. Und es ist richtig asozial.
Oh, jetzt muss ich diesen langweiligen Drecksfilm gucken. Ist hier irgendwas Spannendes? Er hier, er hat doch irgendwas im Schilde. Kann mir doch keiner erzählen, dass er nicht die Lösung hat für mich. Ah, ihr erinnert euch, er hatte ja diesen kaputten Teddy in seinem Schrank. John Evans, can you come up here and answer this question? Ja, das ist exakt so, habe ich es in Erinnerung, an die Tafel gehen zu müssen. Fuck. Was denn? Na, Moment, ich weiß gerade nicht genau, was willst du von mir? Einfach nur gleich X2. Ach, warte mal, wie war das? Okay. Also 60 und 9 mal 6. Ey, lass mich doch mal. Ey, hör jetzt auf. Also 54 und 60 und 54, ne? Ist doch richtig. 100, das ist ja mal, oh Gott, ich glaube, es ist 625. Das nehme ich euch übel, ihr Drecksentwickler. Ihr habt mich das jetzt neu durchleben lassen. Das nehme ich euch übel. And answer this question. Ah, okay. So. Did you hear anything I just said? X hoch 2 war doch X mal X sozusagen. Also X hoch 2, ne? Also das Ergebnis hier ist, das hier links muss dasselbe sein wie das, oh Gott, und das dann durch, oh Gott. Ja, lass mich doch kurz machen. 13. Incorrect. Immer noch nicht? Vielleicht ist es gar keine der möglichen Antworten. Ich meine, also wenn es nicht 325 ist und nicht 13, dann weiß ich aber auch nicht weiter. John Evans, can you come up here and answer this question? So, wir machen jetzt mal kurz Mathe mit Simon. Ich habe das alles damals gelernt. Also, der linke Wert ist derselbe wie der rechte, deswegen brauchen wir x. X hoch 2 bedeutet doch dann, dass etwas miteinander mit sich selbst multipliziert wird. Also wenn x zum Beispiel 5 wäre, dann wäre 5 mal 5 wäre 25. Also kann es nicht 19 plus 6 sein. Ich bin doch schon da, lass mich doch gerade mal nachdenken. Also, 5 wäre falsch. 8 ist auch zu wenig, weil 8 mal 8, oh. Did you hear anything? Nee, 8 mal 8 ist, dann würde ich fast sagen, dann muss es ja, 13 habe ich probiert, ne? 25 kann es aber eigentlich auch nicht sein, weil 25 mal 25 ist fucking viel. Also 8. Incorrect. Ich habe doch alles ausprobiert. Das ist doch alles falsch. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe doch das auch in der Schule gelernt. John Evans, can you come up here and answer this question? Es ist ein ganz furchtbares Horrorspiel. Eines der schlimmsten, was ich je spielen musste. Dieses Spiel bringt euch zur Verzweiflung. Es treibt euch den Angstschweiß auf die Stirn. Also wir hatten 5 haben wir ausprobiert, 8 haben wir ausprobiert, 13 haben wir ausprobiert, 25 kann nicht sein. X gleich 625, das ist doch alles falsch. Did you hear anything I just said? Come up here. Ja. Jetzt seien Sie nicht böse, aber ich weiß die Antwort nicht. Liebe Mathelehrerin. Oh, das ist echt beängstigend. Okay. Did you hear anything I just said? Come up halt die Fresse, ich werde das jetzt nachgucken, ohne Scheiß. Ich glaube, es hackt hier. Wo habe ich hier meinen Rechner? Wenn man noch nicht mal seinen Rechner findet, hat man ohnehin verloren. So, also. Ich weiß halt nicht, ob das mit dem X hoch 2 überhaupt stimmt, ne? Das ist so mein Hauptproblem. Also. 25 mal 25 ist 625. Also 25. Did you hear anything incorrect? Sit down. Ja, weiß ich. Das habe ich ja auch schon ausprobiert. Und wir suchen ja 60 plus 54. 114? Ja. Dann muss es aber doch 8 sein. Und ich dachte, 8 hatten wir schon. 8 mal 8 gleich
64, nee. Es ist super lächerlich. Es kann nichts davon sein. Kann das überhaupt sein? Mal 5 gleich 25, here. Natürlich. Also irgendwie sind die Zahlen alle unterschiedliche Multiplikatoren voneinander. Also zumindest für ein paar davon stimmt's. Für 5, 25 und 625. Aber ich bin, ey, es kann, ich habe doch alles mittlerweile ausprobiert, oder? Come up here. Ich werde das rausfinden. Okay, also 13. Ich raff's nicht. Kann es doch einfach sein, dass nichts davon stimmt? Ich probiere mal 6, 2, 5. Vielleicht, komm, ich probiere noch einmal 6, 2, 5, dann habe ich doch eh alle durch. Incorrect. Sit down. Sag mal, ich habe doch jetzt alle ausprobiert. Was habe ich denn gerade falsch gemacht? Irgendwo habe ich einen ganz dummen Fehler. Und ich verstehe nicht genau, was von mir erwartet wird. Let's see if anyone learned anything. John Evans, can you come up here and answer this question? Also offensichtlich bin ich ja eigentlich sausmart, weil alle haben ja Angst vor mir. Und wie man sieht, bin ich halt als einziger richtig gut. Did you hear anything I just said? Come up here. Ich will kurz spicken. Lass mich kurz, ich weiß nicht, wie das geht. Alter, Mathe. Das ist ja echt das schlimmste Horrorspiel ever. Ist hier noch irgendwo was? Kann ich nicht einfach im Fernsehen? Ich hab, kann ich was gucken? Also, wir haben jetzt wirklich alle schon ausprobiert, ne? 625, 25, 8, 13. Komm, es muss 13 sein. Ihr müsstet doch langsam raffen, dass ich es nicht raffe. Let's see if anyone learned anything. John Evans, can you come up here and answer this question? Ja, mache ich. Kein Problem. Also, ich fange nur mal bei der 5 an. Aber da habe ich doch irgendwas, also warte mal, wenn x 5 ist, was heißt denn dann 5 hoch 2? Heißt das nicht 5 mal 5 ist 25? Und 25, ich bin so dumm, Alter. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich habe das Plus die ganze Zeit mit dem Mal verwechselt. Aber da seht ihr mal, wie smart ich denke. Ein Plus ist mir nicht genug. Ich brauche gleich die Multiplikation. Wie Addition. Was soll ich denn damit? Ich habe es wirklich nicht. Es ist so geil, weil ich einfach so sicher war, dass das Mal ist. Es ist offensichtlich 25. Also 5. Ich hätte es beim ersten Mal, wenn ich nicht zu dumm wäre, diese mathematische Lösung hier, Gleichung zu lesen, dann hätte ich sie gelöst. Aber so haben wir alle mal ein bisschen gelacht, ne? So haben wir alle gelacht. Ist doch auch was. Aha, okay, ich muss rennen. Das war jetzt aber angsteinflößend. Ich will lieber noch ein paar Matheaufgaben. Will keiner neben mir sitzen, nehme ich einfach mal an. Das ist einfach nicht fair. What happened here? What is the meaning of this mess? Ich weiß doch gar nicht, Mann. You know what we do with clowns, John. Go to the closet. Ey, die lassen einen aber auch wirklich keine einzige fucking Sekunde alleine. Dabei bin ich so klug. Habt ihr nicht gesehen, das gerade mit dem Mathe? Ich werde mal Autor und ihr werdet alle YouTube-Kommentatoren. Also die machen aber auch wirklich alles falsch, was irgendwie mit
Kindererziehung zu tun hat. Holla, die Waldfee. Ich geh schon mal hoch, ne? Du kommst ja gleich. Ja, wo lang? All children must follow the rules for behavior in the bathroom. Rule number one, do not play or run in the bathroom. Rule number two, do not shout or scream. Rule number three, wash your hands after every visit to the bathroom. Okay. Ah. Ah, damit ich an die... Ja. Nee? Ach komm, Digga, du hast das Ding doch eben gerade genommen. Nee, mein Name ist... Nein! Könnte ich jetzt Malcolms Zahnbürste in diesen Mülleimer... in diesen Klo... Nee, irgendwo einfach vielleicht ihn mit Strichnin versetzen? Wo kriegt ein kleiner Junge sowas her, ne? Ja, schwierig. Okay. Und hier? Warum habe ich jetzt... Ich will doch nicht die... Ich will meine eigene Mann. Das sind alles die Falschen. Ich wette, meine ist gar nicht da. Die haben meine längst genommen und irgendwas Schlimmes damit gemacht. Ich glaube, ich werde die gleich alle einfach irgendwo hinwerfen. Alles Schweine. Das ist echt so ein bisschen wie eine Reise in meine Kindheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist sehr unangenehm. Passt bitte auf, wenn ihr mich wegen der Matheaufgabe jetzt hatet und triggert, ihr macht da was kaputt. Ganz vorsichtig, ihr tretet auf meine Gefühle. Okay, was ist das? Was ist das? Zähne. Das ist ja abgefahren, die kommen da einfach raus, ne? Damit kann sich doch keiner die Hände waschen mit Zähnen. Die anderen sind auf jeden Fall ein bisschen größer, ne? Schön alle da reinwerfen. Nee? Ich nehme an, dass hier auf dem Klo, dass hier ich sitze als Kind oder so. Wer sonst sollte so heulen? Ich hab doch das schlimme Leben.
Das ist schon traurig. Ich meine, das ist natürlich ein Schicksal, was man wirklich niemandem gönnt, ne? Das wünscht man niemandem. Ist schon schwer genug, keine Eltern zu haben dann. Auch noch. Ich möchte gar nicht wissen, was hier jetzt wieder wartet. Oh, da wird man richtig wütend, ne? Hoffentlich hackt er die am Ende noch ein kleines Stück. Die ganzen Arschgeigen, ey. Kann ich doch nichts dafür, dass ich so gut Mathe kann. Arme Kerl, ey. War schon ganz schön heftig. So, jetzt. Na egal. Er will meine Rachegelüste scheinbar einfach nicht ausüben. Och, komm, ey. Ihr dämlichen Drecksarschgeigen. Wirklich. Einfach Arschgeigen. Da wird man richtig wütend, ne? Da wird der Vater in mir wach. Und möchte sie verprügeln, die Bengel. Lass mich raten, ich bin schon wieder zu spät. Breakfast is ready. Come downstairs. Jack, das kleine Arschloch, den werde ich mal schön in seine Schubladen scheißen. Ja, genau, in deinen Kapitänshut. Hm. Stairway to Heaven. Okay, komm.
Okay. Das war also der zweite Akt. Ich muss sagen, das war eine richtig schlimme Horrorgeschichte gerade hier mit der Matheaufgabe. Exakt so habe ich die Schule in Erinnerung. Horror. Oh mein Gott, das Mobben hätte ich gerne ertragen. Aber die Matheaufgabe. Naja, gut. Da haben wir wenigstens alle mal gelacht, ne? Der Simon, der Volltrottel. Zum Glück hat er einen Job bei Rocket Beans. Your childhood was cruel. I know you went through a lot of pain. Du hast nicht mal die Hälfte gehört. I needed you to remember something real. Imagining a child's paradise can be painless for the mind, but the truth is rarely painless. You remembered, even though there was pain. We must find the truth. One more question, John. Do you remember the last game you played? Okay, ich will eigentlich aufhören. Wir hören auch gleich auf. Wir sind ja schon über 2 Stunden, aber ich wollte zum einen, erst wollte ich natürlich den Anfang im Hotelzimmer ein bisschen vergessen machen, da ich da so lange gewartet habe. Jetzt habe ich ein Problem wegen der Matheaufgabe. Also jetzt muss ich das irgendwie vergessen machen. Deswegen gucken wir uns noch mindestens kurz eins von beiden an. Was hast du zuletzt gespielt? Naja, was ich gemacht habe, war den Schatz aufgemacht oben. John, I want to try something new. I want you to try and clear your mind. Just like a blank sheet of paper. I'd like you to imagine anything you want and take me there. It can be anything, John. Das könnte interessant werden. Sieht ein bisschen aus wie ein Holodeck in Star Trek. Da ist ja auch gar kein Papier drin, Mann. Das bringt doch alles nichts. Ach komm, das hätte ich jetzt aber auch noch gemacht. Schade. Die Erinnerung bleibt mir verschlossen. Aber wahrscheinlich muss ich vorher noch hier andere Dinge lösen, in Erfahrung bringen. I want you to submit to the memory. Es war ein wundervoller Tag am Strand. Er spürte die Sonne im Gesicht und den Wind in seinen Haaren. Als er in die Ferne blickte, dachte er sich, jetzt ein Glas Wein und der Moment wäre perfekt. Kann es sein, dass du einfach ein ganz krasses Alkoholproblem hast? Du solltest einfach Wein anbauen. Tja, da so ist es nämlich. Dann durch den Wein verschwindet die gute Inspiration, sie war doch gerade noch da. Stop, John. Is there nothing else that comes to mind? What about me? Am I real? Can you recall? Ich kann es offen gesagt nicht sagen. Gib mir noch mal einen Wein. Ah, okay.
Ich bin mir nicht sicher, ob hier überhaupt irgendwas passiert. Außer, dass hier ständig ein neues Weinglas erscheint. Und ich glaube auch, kommen die näher mit den Sofas? Ich weiß es nicht. So, ich gucke mich weiter um, aber ich kann auch nichts machen. Ich kann auch nicht auf... Doch, ich kann aufstehen. Yes, John. I remember that day well. Do you recall what we spoke about? Digga, ich weiß gar nichts. Halt wirklich nichts. That one in particular is special. Der ist ja ganz offensichtlich der Ursprung des Covid-Virus. Oder was? Oder was soll ich sagen? Kann ich dahinter? Schade, es wäre jetzt eine gute Möglichkeit für irgendwas sehr Intelligentes gewesen, ein gutes Rätsel oder so, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Es ist auch so interessant genug. Die Nummer 3, okay. J. Evans Patient. Good, John. Follow the memory. Also 70 geboren, 90, 20 Jahre später eingewiesen worden oder sich selbst eingewiesen, was auch immer. Hallo, ich warte hier seit einer Minute. Das ist ein toller Effekt. Da sollten sie noch viel, viel mehr mitmachen. Ja, Alter, keine Ahnung, Mann. Januar 1970. Die ganzen Rorschach-Tests, okay. Welcome back, Mr. Evans. Please, take a seat. Das Spiel besteht eigentlich die ganze Zeit nur daraus, irgendwo Platz zu nehmen. Die Therapie schreitet weiter voran. Der Verstand des Patienten neigt zur blanken Leere. Der Stimulus unserer gemeinsamen Vergangenheit konnte die Mauern jedoch überschreiten. Er hat einen kritischen Scheideweg erreicht. Leere oder die Wahrheit? Welcome back, Mr. Evans. Please, take a seat. Habe ich euch doch gesagt. How are you doing today? All right. And how about your daily routine? Did you have a chance? Was ist das für ein lamer Rubik's Cube? Ist der für Cheater? Haben Sie eine Chance gehabt, dem Rat zu folgen? Remember to at least try, Mr. Evans. The first step comes from within. All right, let's start something new for this session. I'm sure you've seen these before. It's quite simple. I'd like to ask you some questions about what you see. Mhm. Zwei Don't Menschen. Worry about your answers. There is no wrong choice. Zwei Menschen, die sich einen Lungenflügel zum Essen teilen. Und sie essen den auf einem alten Skelett, auf dem Kopfskelett von einem, die mit dem Geweih, ne? Hirsch, Reh. Und links und rechts sind zwei große Blutflecken an der Wand. First, tell me what you see. Etwas völlig Normales. Zwei Menschen, die eine Pflanze gießen, zwei Leute, die etwas tragen. Ja gut, das geht auch. Ja, die sehen happy aus. Hey. And what do you think the red means? Ja, weiß ich nicht, Mann. Zorn oder Liebe? Wir nehmen mal Liebe. Last question. Do you see yourself there?
Ja, Mann, ich bin zwei Personen, die an mir herumzerren. Der eine will das eine, der andere das andere. Vielleicht. Thank you, Mr. Evans. Interesting. So deep. It's very important that we have structure in our lives. And a job is a great way to start a healthy routine. I've marked some jobs I think you would be good at. Ah, okay, wie lustig. Jetzt habe ich hier meinen Job bekommen. Finance Analyst oder Creative Writer. Ich meine, er versucht es ja wirklich, ne? Er versucht es wirklich. Das finde ich aber viel interessanter. Birds are not real. Darüber hätte ich gern spielen. Über die Vögel, wie die nicht real sind. Das klingt spannend. Was steht da zu mir? Nichts. Na, okay. Schon lustig, dass die Waage geht. Habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt wird es langsam echt spannend. Jetzt will ich schon wissen, was genau hier eigentlich passiert. Ich meine, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Ist das auch Teil dieser Untersuchung? Da, er kriegt hier einfach seine blauen Pillen in der, sein Viagra in der Hundeschüssel. Was für ein Therapieraum ist das hier? Und dahinter ist ein Saloon. Jetzt bin ich ja in einem der Räume. Das ist aber uncool. Butterfly Invasion. Hat alles hier doppeldeutige. Das ist ja süß. Ach, das sind die ganzen Jobs. Hausmeister will ich nicht. Doktor kann ich nicht. Handwerker kriege ich nicht hin. Ich möchte auch nicht gern dreckig werden. Der Schweißer, warum denn nicht Schweißer? Was hast du denn für ein Problem? Mit meinen vier Augen könnte ich keine Lötstelle treffen. Du hast doch eine Brille auf. Also auch beim Schweißen meine ich. Nichts, was ich baue, wird lange halten. Endlich kann ich mal was nachvollziehen. Und dem, was du hier sagst. Also wir haben es mit jemandem zu tun, der einfach echte Probleme hat. Was ein Physician Assistant kriegt. Alter, die kriegen ja alle mehr Geld als ich. IT-Projektmanager. Das könnte ich doch auch machen. Ich könnte die Hälfte von den Jobs machen. Scheiße. Ich habe alles falsch gemacht in meinem Leben. Das kann ich. Tipp, 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 tipp. Die Finger routiniert auf Buchstaben bewegen. Das kriege ich hin. Nach tagelangem Suchen endlich ein Durchbruch. Der Detektiv erhielt eine kryptische Nachricht. Kaufe Bitcoin. Folge dem blauen Kaninchen, dem blauen Ballon.
heute Nacht um 9 Uhr. Ist das jetzt für mich Folge der blauen Ballon heute Nacht um 9? Ja. Es ist wirklich gut gemacht. Jeder Übergang ist immer wieder total cool und eindrucksvoll. Wirklich bewundernswert. Das kriegen nicht viele Spiele so hin. Aber natürlich lässt sich das Spiel ja auch extrem viel Zeit und hat auch mehr oder weniger alles so ausgerichtet, dass es hierzu passt. Aber es ist toll gemacht. Ein Schusserhalte. Der kalte Körper lieferte keine Hinweise, doch er brachte sie ohnehin nicht. Er brauchte sie ohnehin nicht. Er hatte endlich seine Spur. Jetzt konnte seine Arbeit beginnen. Der Mörder mit der Rose. Keine Schüsse im Lauf. Keine in der Kammer. Was ist hier? Ich nehme das. Mach ich. It's good to see you, Mr. Evans. How are you feeling? Es geht mir super. And how did the job search go? Did you find anything? Yes, ma'am. Ich hab's versucht, so. Good. That's the spirit. Okay, Mr. Evans. How about we try another ink blot? Ja, komm. Hau raus den Rotz. Same as before. I'll ask some questions. And there are no wrong answers. Außer bei Mathe, ne? What do you see in front of you? Zwei tanzende Bären, die sich einen High Five geben. How does that make you feel? Das macht mich ein bisschen... eigentlich, um ehrlich zu sein, beides ist doch dasselbe. Beunruhigt, verängstigt. Eigentlich finde ich es cool. Ich meine, ist doch gut für die Bären. Also ich meine, was sollen wir denn machen in der heutigen Wirtschaftslage? Da müssen die halt auch mal ein bisschen kämpfen, tanzen, was auch immer die Zuschauer. Jetzt sind es zwei Hände. Jetzt ist es die Merkel-Raute. Motte, Schmetterling, Merkel. Fängt auch mit M an. Thank you. Quite interesting. A change in perspective can be powerful. Na vielen Dank, Merkel. I wish you good luck, Mr. Evans. Ja, es war super. Es war, also jetzt bin ich aber geheilt. I think you want the job more than you let show, which isn't a bad thing. We'll meet again, the same time next week. Deswegen auch die Panik. Er will unbedingt diesen Job und er muss dringend diesen Job auch gut erledigen. Das geht scheinbar nicht, ohne Alkohol. Genau, ich bin nämlich nur zu Besuch. Damit kriege ich sie. Who's next? Ich. Ich habe die drei. Mr. John Evans. You're next. Was geht hier ab? Ich renne hinterher. Ich hole dich einen Job. Ich will Jesus Interview. Mr. Evans. Habe ich ja immer gesagt, lasst euch niemals abwimmeln. Besucht den CEO nachts, klingelt ihn raus. Okay, Mr. Evans. Let's cut right to the chase. Let's take a look at your resume.
Das ist doch fantastisch. Not exactly the qualifications we're looking for. Ja, das hat deine Mutter auch gesagt. How about the short story from the job posting? Habe ich hier. Kurzgeschichte. Sie heißt Blue Balloon. You wrote this? Ja. It's not bad, but I'm not convinced. How about you prove to me, right here, right now, that you've got the skills? Write us a short story. Any topic. Okay. Habt ihr Wein da? Manchmal ist die beste Wahl, sich zu verstecken. Man kann das Ungeheuer kommen hören, jedoch nichts dagegen tun. Also versteckt man sich, bis es vorbeigegangen ist. After Dark. Bis ans Ende deiner Tage wirst du dir einreden, dass man nichts und niemanden hätte retten können. Wenn man andere fragt, würden sie dir nur diese eine Sache sagen. Dich wegzuschließen war das Beste, was sie getan haben. I think that's enough. Ja. Da ist die Tür. A little cliche, but well written. Welcome aboard, John. You've got the job. I've got the job, I've got the job, I've got the job. Ja, Mann, wo ist die Kohle? Bin ich krankenversichert? Wie ist das mit den Sozialleistungen? Gibt es eine Gewerkschaft? Das und viele andere Fragen, die ihr nicht stellen solltet in den amerikanischen Berufsschulen. Was ist hier? Hello, Mr. Evans. Nice to see you again. Ja, ja. How are you doing? Es ist super, ich habe einen Job. And did you have the job interview? How did it go? Ich habe sie weggerockt. Congratulations, Mr. Evans. That's great news. Let's continue our work with the ink blots. Das ist alles, was du hast, aber das sind deine 3-4 Zettel da. I think we're making progress. I beg to differ. What comes to mind when you look at this? Das ist ganz eindeutig eine Gebärmutter mit 2 gefährlichen Pumas links und rechts. Die wollen die Gebärmutter essen. Ich würde sagen, ja. What mehr oder weniger genau das. Welchen Namen? Ach, die Reise oder die Flucht? Das ist eindeutig die Reise. Would you associate this with weakness or strength? Viele Farben sind Stärke. Last question, Mr. Evans. Which would you choose to be? A dragon or a panther? Ja, ist doch lächerlich. Ein Drache kann fliegen und Feuer spucken und ewig leben. Und hat Gold ohne Ende, weil er da drauf schläft. I think we're getting somewhere. Good luck at your new job. I look forward to hearing about it. Ja, was denn? Ich dachte, ich wäre Drache. Ach, so ein Scheiß. Na gut, dann gehe ich einfach. Dann gehe ich jetzt. Das habt ihr jetzt davon.
Oh, wenn ich das schon sehe, ey, wenn ich das alles höre. Ja, was denn? Let's get started, John. You'll find everything you need on your disk. Ja, aber die Disk ist doch in the work cabinet. Da. Es war einmal ein kleiner Junge, der davon träumte. Ah. Das ist aber sehr schön. Der davon träumte, ein Ritter werden zu können. Weil Könige sind lasch. Ja, ist korrekt. Stimmt so. Enter. Das ist die Geschichte. Dafür kriegst du Geld. Das ist dein Job. Wo kann ich anfangen? Nimm die Diskette vom Regal. Ach so, okay, ja klar. Das steht da nur. Ich dachte gerade. Ja, ich weiß nicht so recht. Normalerweise würde ich mir jetzt wirklich erstmal einen Kaffee holen und überlegen. Gut, da haben wir doch eigentlich schon einiges geschafft. Wir haben schon zwei Sätze. Können wir hier auch früh Pause machen? Vielleicht finde ich ja hier irgendwo Ideen. Vielleicht komme ich ja irgendwie auf Ideen. Okay, die wollen alle nicht mit mir kommunizieren. Das ist genau wie in der Schule. Hier ist einer. Eines Tages, als er in seiner Hängematte lag, kam ein Bote mit einer Nachricht des Königs zu ihm. Auf Geheiß des Königs wird Folgendes bekannt gegeben. Die Prinzessin wurde auf brutale Art von einem Monster in die verfluchten Höhlen entführt. Der Held, der das Monster besiegt und die Prinzessin rettet, wird zum Ritter des Königs geschlagen. Der Junge benötigte eine Waffe, um das Monster zu besiegen. Wo konnte er nur eine finden? Er entschied sich, tief in den Wald zu gehen und dort eine Waffe zu suchen. Oh. Er hat schon eine sehr schöne Vorstellungskraft, der Kollege. Da will ich hin. Raus will ich. Da hat einer gerade eingepackt, der hat wahrscheinlich zu viel geträumt während der Arbeit. Das, so kann man doch nicht arbeiten, du kannst doch nicht immer nur, und dann schreibst du auch noch an falschen Rechnern.
Du hast halt einfach gerade auf einen völlig anderen Computer geschrieben. Also, das könnte es ja sein, ne? Ich will auch hier in diesen Wald. Aber wie komme ich dahin? Da ist nirgendwo... ist ein offener Gang. Aber hier ist diese Lampe. Die Glühlampe da oben, die ist doch irgendwie wichtig. Soll ich jetzt hier hin? Eben war doch noch hier einer. Krass. Ganz komisch. Nach einigen Tagen Aufenthalt im Wald fand unser Held einen magischen Brunnen. Den Legenden nach konnte der Brunnen einen Wunsch erfüllen, jedoch nur bei Vollmond. Da ist der Mond. So wünschte sich der Junge magische Pfeile und Bogen. Der Wunsch wurde ihm gewährt. Er war bereit, gegen das Monster zu kämpfen. Aha. Das klingt eher wie einer von Harley Davidson. Die Harley Days in Hamburg. Sind in dieser Höhle. Wegen Corona müssen die sich verstecken. Lass einen doch mal arbeiten. Evans! You know I love the creativity, but I need you to focus on the job. This is an important one for us. Good afternoon, Mr. Evans. Please, make yourself comfortable. So, tell me, how are you feeling about your new job? Progress takes effort and time, Mr. Evans. It pays off in the long term. I think one day you'll agree with me. Do you think staying still would have been better than what you've achieved? Boah. Ist nicht immer schwarz und weiß, außer hier in diesem Spiel. We have one more ink blot to look at. I think you'll like this one. Okay. Do you see anything familiar? Ein explodierender Vulkan, Leben im Ozean ist tatsächlich auch das Erste, woran ich denken musste. Ja, alles ist doppelt und symmetrisch, also ist da ganz eindeutig Ordnung. Ordnung ist eine gute Sache. Thank you. Those responses have been very enlightening. You've come a long way in these last sessions, Mr. Evans. Our time is up for today. But I want you to keep your mind open to new opportunities. Und schon werden wir wieder weggeschickt, ne? Eine seltsame Therapie ist das hier. Na endlich. Jawohl, schön durchpressen. Ja, ja, viel Druck braucht man. Das ist ganz wichtig. Komm, nimm ihn, trink ihn. Ist er jetzt... Habe ich ihn? Okay, ich habe ihn. Ich fühle mich leider überhaupt nicht besser.
So wäscht man also. Das ist ja voll einfach. Das hat ja 10 Sekunden gedauert. 2 Klicks. Das mache ich jetzt auch. Zu Hause. Schatz. Ich habe endlich gelernt, wie man wäscht. Okay, hier ist noch nichts. Mann, ich bin doch gerade mitten. Der steckt da mitten in einer Sache, Ray. John, we just got a call from the client. I know it's Saturday, but we really need the next chapter of the story by 5 p.m. today. I'm counting on you, John. Ja, aber I see bright things in the future for you. So kann man das doch nicht machen. Du kannst Kreativität doch nicht erzwingen. Ich muss erstmal mein Bett aufräumen. Oh, schon wieder 10:13. Das ist immer dieselbe Uhrzeit. Gut, das kriege ich hin. Ich muss mich nur konzentrieren und brauche etwas Ruhe und Frieden und vielleicht 3 bis 4 Flaschen Wein. Das Gefängnis war kein Heim. Doch Besucher waren willkommen. Oh nö. Das macht man doch nicht. Warum hat der so ein Problem mit Lärm? Sorry about the noise. I just moved on upstairs and I don't want to start off on the wrong foot with anyone. Du hast nicht mehr Füße. Let me know if it gets too loud again. Naja, irgendwas ist da ganz faul. Und ich meine nicht die Pizzakartons. Okay, das waren sehr spannende 3 Akte. Da ist natürlich jetzt nicht so viel passiert, wie wir gewohnt sind hier von Horrorspielen. Aber ihr kennt ja auch After Dark, es fängt ja meistens immer ein bisschen ruhiger an. Ich weiß ja, wie gesagt, noch nicht, vielleicht ist es gar kein Horrorspiel, aber zumindest hat das eine sehr mysteriöse Psycho-Atmosphäre. Und es kommt eine Pistole drin vor und es sind auch schon Menschen gestorben scheinbar. John, you're back. What happened? It wasn't time yet. I feel like you were just getting started. Ja, da hat er nicht Unrecht. Are you feeling okay, John? Hm, ja. 150 cc's per hour. Yes, that will work nicely. Let's keep going, John. You're doing well. Your responses to the images were very interesting, even looking back now. Do you remember your favorite? Was habe ich am besten gefunden? Naja, das Bunte halt. Some things don't change. Now, I'd like to try and pick up where we left off. Your work was going well. You were even putting in extra hours at home. But that wasn't the most important memory, was it, John? Aha. Ich kann wohl Klavier? Das ist aber eine seltsame Schreibmaschine. Rechte frei, Klavier, Musik, muss nichts Eigenes komponieren. Die Schmetterlinge, ne? Focus, John. Remember. Ich fokussiere doch. It's time, John.
It's time to find her. Also geht es doch um eine Frau. Ich habe eine Frau kennengelernt. Durch meinen Alkoholkonsum ist sie gestorben. Ich komme damit nicht klar. Das ist es. Das Streben nach seinen Erinnerungen hat den Patienten schließlich zu ihr geführt. Er muss nicht nur seine wahren Erinnerungen wiedererlangen, sondern auch seine eigentlichen Gefühle. Von der Überwältigung bis hin zur Verzweiflung muss er am Ende sich dem entgegenstellen, was ihn zur wahren Verzweiflung führte. Mein Gott, immer diese Konfrontations-Geschichten. Das muss auch ohne gehen. Okay, hier geht keiner mehr hoch oder runter. Ich brauche einen Schlüssel. Feueralarm. Ach, der ist nur angemalt. Okay, was ist hier? Energy failure saves a theater. Unfortunate event turns into success. There's a special little surprise is hidden all through this scene. You really have to keep your eyes peeled to see all. Ich kann mir vorstellen, dass man da auf jeden Fall auch ein bisschen, dass man da auch eine Doppeldeutigkeit irgendwie. Okay. Wenn das der Landlord sieht. Also wer auch immer hier ist, er kann nicht essen. Er ist zu doof, um kleckerfrei zu naschen. Ich wette, dass 10.13 Uhr auch irgendwie der Unfallzeitpunkt ist oder so. Hi John, it was great seeing you last night. I was wondering if you're free for dinner. Ja. Ja, ich sehe dich um 7. Der Aufräumen-Simulator. Ich hatte mal die Idee für Super Aufräumen und Staubsaugen 3000. Spiele, die heute gar nicht mehr so überraschend wären. Damals dachte man, Simon, halt doch die Fresse. Heute wären das geile Spielkonzepte. Na, was kann ich hier denn noch machen? Genau, zu ist die Tür. Fließendes Wasser. Einfach laufen lassen, ne? Was ist hier noch? Chaos, ist hier Chaos? Duschen muss ich auch, nehme ich an. Ja, sehr gut, sehr gut. Bett machen. Ich trinke ganz eindeutig zu viel. Oh, das ist auch ein schöner Übergang. So läuft es mit der Dame eures Herzens. Das braucht ihr. Und ganz wichtig, die Waldtapete. Ohne Waldtapete nichts in der Kiste. Ja, wir haben aber leider keine Zeit dafür. Wir machen nämlich in 10 Minuten spätestens Schluss. That first time we met, I thought you were going to kill me for interrupting your work. I'm glad that we met that day. Who knew neighbors could have so much in common? John, can you Ach, das tell war me mit der Lautstärke, ne? Na, was ist das hier? Meine Bücher? Hast du denn schon meine Bücher gesehen? Ich hab die auch alle geschrieben. Creativity must come from somewhere. Nee, doch nicht. Der kleine Prinz. Which one do you think I should read? I'd love to borrow one.
Ja, dann nimm den doch, Alter, war nur das Meer. Ist doch kein Problem, kannst du haben. I love this piece. It reminds me of when I was younger. My father would always turn up the radio when it came on. Ich hätte gern das mit dem Boot. Das mit dem Boot bei Regen. Wo das auf dem Cover oben drauf ist. Thank you, John. I had a wonderful time. I'll see you tomorrow. Bleib doch einfach hier. Wir hören noch ein paar Platten. Oh, sie ist weg. Ja, okay. Der hat also einfach 1, 2, 3, 4 Mal der alte Mann und das Meer. Da magst du es aber sehr. Und hier haben wir es auch noch ein paar Mal. Ja, vielleicht ist es ein Buchhandel. Haben auch nur 4 Bücher im Angebot. Okay, ja. Ich muss hier leider auch Schluss machen jetzt. Wir sind wirklich an der Stelle, wo ich eigentlich gern noch weiterspielen würde, weil... ich das Gefühl habe, wir sind nicht mehr so weit. Es passiert gleich, passieren Dinge, die alles voranbringen. Hier ist der Würfel von dem Arzt, ne? Also ich bin mir nicht sicher, wo wir hier landen. Aha. Das sind immer dieselben Bilder auch. Der kleine Junge mit dem Pfeil und Bogen. Wow, okay. Also, ich meine, der Apfel ist da oben, ne? Muss ich eventuell den damit irgendwie anvisieren oder so? Ah, okay. Er fällt runter und dann wird er gecached. Okay, aber was ist jetzt genau? Wo bist du? Wo? Mein Traum, meine Träume, suche nach Eros. Ich bin doch Eros in dem Fall, oder? Hier mit dem Ding. Wer das Ding hat, der ist Eros. Oder was? Kann ich da hinrennen? Nee. Oh, okay. Jetzt habe ich ihn. Meine Liebe, der Morgenröte, hellstes Kind, Morgenstern, duftende Blume, goldener Schmetterling.
Das ist ja lustig. Dead Souls. Ne? Dark Souls, Dead Souls. Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht. Ich habe Dead Souls leider nie gelesen. Jetzt habe ich doch was gemacht. Vielleicht. Ne, es bringt alles nichts. Ah. Oh. Okay, jetzt habe ich ein Schwert. Das ist nie verkehrt. So wird mein Mund durch deinen aller Sünd entbunden. Durchs Herz durch, Alter. Brutal. Aber so ist Liebe. Ja, okay. Ich kann irgendwie einfach nicht aufhören. Man hat das Gefühl, man ist immer so kurz vor der Conclusion, irgendwann kurz vor dem vor der Auflösung, worum sich hier eigentlich alles dreht, was die ganzen Bilder und alles bedeuten, und dann geht's doch noch weiter. Sünd von deinen Lippen, oh, mich übertrifft der süße Drang, gib mir wieder zurück meine Sünde. Es geht dabei übrigens ums Bumsen. Okay. Der Ring, ich erinnere mich, den hatten wir vorher auch schon. Meet me under our favorite tree. Das sind natürlich alles Romeo und Julia Tropes und Dinge. Da. Das ist alles kein Problem, mein Freund. Du schickst ihr einfach einen Zettel. Da steht ja, nein, vielleicht drauf. Mit Rücksende, Umschlag. So machen's Profis. Und dann mit dem Fotokopierer raushauen die Dinger. Zack, 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 zack. Ach mein Gott, ich halte wirklich um ihre Hand an. Aber ich sehe doch gar nicht, wie sie aussieht. Na gut, er wollte es so. Jetzt ist es zu spät, irgendwas zu ändern. Da hat sie ein Bild gemalt von dem idealen Ehemann. Ja, toll. Und sie isst goldene Äpfel. Das war ein Riesenfehler, ich sag's euch. So, ich komme mir ein bisschen vor wie Octodad. Ja, jetzt zieh dich an, du bist ready. Es wird geheiratet. Juhu! Der schönste Tag in deinem Leben. Danach lass uns alle streben. Simonka, Simonka ist so wunderbar, heirate mich mal,
Monka heiratet sich selber, denn das ist immer noch am sichersten. Wer heiratet denn einen Schmetterling? Do you take this man to be your husband? I do. Yes. And do you take this woman to be your wife? Ja, das ist ja ganz geil. Das gefällt mir. I love you, John. Doch, sie dürfen den Frack jetzt küssen. Okay, und das ist die Wohnung. Die können sich aber eine große Wohnung leisten, sag mal. Go by your desk, right, John? Let's put these in the glass cabinet. I can't wait until we get to use these. Put the pots and pans. Put the mugs with the glass. The dishes can go at the top. Thanks for the coffee. So ist das, wenn ihr eine Frau zu Hause habt. Plötzlich ist es wunderschön, sauber. Die Pfannkuchen fliegen durch die Luft. Ich glaube, ich suche mir auch eine Frau. Table to eat at. Ja, das ist aus irgendeinem Grund für Frauen sehr wichtig, einen solchen Esstisch zu haben, kann ich durchaus bestätigen. Aber die Pappkartons hätten es doch auch getan. Delicious, John. The tree is beautiful, if I do say so myself. I can't wait to get everything unpacked so we can just roll. Ah, the wind blew all the papers around. Let me help you clean them up. Oh, it's just a love story. Ah, natürlich Jane Austen. Was ist das denn für eine Umgebung, sag mal? Sag mal, schneit's hier? Alles zu? John, come quick! It's starting! Was startet? Die Deo-Werbung. Da muss sie aber aufpassen, dass sie nicht runterfällt. Okay, wir gucken zusammen. Schrott. So ist das halt, wenn man eine Frau hat. Dann muss man eben auch mal so einen Scheiß gucken. Aha, aha, aha.
Ah, hier ist das interessante Räumchen. Hier muss noch ausgepackt werden. I want the side by the window. Look how much space there is. I'll take the right. I'll take the top drawers and you take the bottom. Sweet dreams, John. Oh, andere Zeit. Seht ihr, 3:03, nicht die normale 10:03 Zeit. Oh, mein Leiter, okay. Das ist ja komisch, oder? Was soll das denn sein? Ist das so? Macht man sowas? Nein. Echt? Sowas für sein Hochzeitskleid? Oder hat er sie quasi jetzt schon hinter Glas, weil sie schon tot ist? Vielleicht erwarte ich auch hier irgendwie das Falsche. Moment. 10:13 Uhr. 10:13 Uhr. Na gut, 10:03 Uhr ist aber eigentlich das, was ich meine, oder? Auf jeden Fall ist es nicht 3:03. Can you hook it up yourself? Put those under the sink. Finally, we don't have to argue over the sink anymore. Hier ist auch schon wieder 10:13 Uhr. Das ist doch ein schlechtes Zeichen. Die wollen mir doch alle mehr oder weniger klar machen, dass das hier jetzt bald vorbei ist, oder? Na, auch hier. Oh, nee, hier ist es 1 Uhr. Aha, das ist was Erotisches für das Schlafzimmer, für das Bourgeois. Da sind ja richtig hier schon so Sitzkuhlen reingesessen. Ein gutes Sofa. Genau so muss das nämlich aussehen. Ansonsten sitzt ihr nicht genug. Oh. Isn't this perfect, John? Your stories are always so perfect. Always so perfect. Perfect, 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 perfect. Perfect, 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 perfect. Shit, ey. Alles fällt auseinander. Alles geht aus dem Leim.
It's just a love story. When do all the papers around? Let me help you clean them up. Oh, lieber nochmal einen Wein. Nee, jetzt nicht. Schade. Jetzt würde ich wirklich gerne einen trinken. Okay, ich kann, dann soll ich mich wahrscheinlich hinsetzen, ja. Delicious, John. Vielleicht hat sie auch mit dem Schluss gemacht und deswegen fühlt es sich so an, als hätte sie sein Herz gekocht. Der Baum, ey. Ganz traurig. The tree is beautiful. If I do say so myself. Oh, ach Mann, jetzt hätte ich jetzt gern gelesen. Isn't this perfect, John? Da steht doch was, also was steht denn da? Nie jetzt Ibeol nie, was? Also es ist ja spiegelverkehrt, weil ich es ja durch den Spiegel lese. Nie jetzt, irgendwie wirkt es wie Deutsch. Jetzt Golnis. Warum habe ich mich. Wie dämlich bin ich eigentlich? Warum versuche ich das die ganze Zeit hier? Naja, aber ich dachte halt, man kann es nur da lesen. Es war eigentlich ziemlich smart. Aber ja, am Ende des Tages war hier irgendwas nicht perfekt genug. Smell of pancakes. Ach, das sehe ich jetzt. Erst seht ihr den. Das ist ja geil. Thanks for the coffee. I made your favorite. Es sind da Rasierklingen drin. die sind gut. Die kann ich schön an Halloween verteilen. Aha. Auch wieder hier, 10.13 Uhr. Was wollen denn jetzt hier die Messer und die Stalaktiten? Hört doch mal auf jetzt. Put those under the sink. Thank you.
weiter. Can you hook it up yourself? Das ist wirklich die Wohnung aus der Hölle hier. Guck dir das mal an, Alter. Hier kannst du schön bequemes Bad nehmen, im Blutbad, während du mit den spitzen Scheren traktiert wirst. Hier kannst du vielleicht auch die Pulsadern aufschneiden. Hier kannst du in die Luft kacken. Und hier kannst du deine Klamotten schön für immer desinfizieren. Was genau? Hm. Okay, ich verstehe. Also, zumindest verstehe ich, dass das alles ganz schlimm ist, was da eben passiert ist. Ich weiß nicht genau. Ich meine, vielleicht ist er mit Schuld. Vielleicht hat er sie verloren, weil er so ein Arsch ist. Sweet, sweet dreams, John. Hammer. Also diese Veränderungen der Umgebung, die sind immer toll gemacht. Das kann ich 100-mal noch sehen und werde es immer noch gut finden. Du kannst sie alle haben. Zwischen Chaos und dem Traum, bitte komm her und mach das, dass ich mich sicher fühle. Bitte hör auf, es tut weh. Genieße den Moment des ersten Kusses. Es könnte das letzte Mal sein, dass dein Herz dir gehört. Sie war da, vor einer Sekunde. Wo ist sie jetzt? Ich verstehe nicht. Tu es nicht. Ich kann dich nicht sehen. Wieso hat sie mich verlassen? Nicht. Ich muss weg von diesem Ort. Wieso tust du mir das an? Die Nacht kommt. Stories are always so perfect. I can't wait to see what you will write next. Es wird wirklich
gegen Ende doch ziemlich spektakulär und man hat richtig Bock auch zu wissen, was jetzt eigentlich hinter all dem steckt. Das fängt so ruhig an und jetzt ist irgendwie alles offen. Was genau passiert hier? Was ist, what's happening? Er hat sich wohl einfach entschieden, hier nicht mehr zu sein. Das kann ich gut verstehen. Aber ich bin irgendwie ganz glücklich, dass seine Freundin nicht tot ist, um ehrlich zu sein. Vielleicht war es doch, aber ich glaube nicht. White Anxiety? Vielleicht ist es das. White Allergens, White Interiors, Back to Grace. Missing Beauty Case. Oh, das ist es, Alter, das ist es. In a quiet neighborhood, a seemingly loving husband was arrested on suspicion of killing his wife. The beautiful young woman went missing a few weeks ago. The whole neighborhood was bending over backwards to help the police find her. The publication of the woman's death led to the devastation in the community. Her husband's guilt was still not proven, even though all the circumstantial evidence points to him. Also, sie wollte ihn verlassen, er hat es nicht verkraftet, weil er ein schwacher Mann ist, der schlechte Geschichten schreibt und hässliche Bilder malt. Und das, ja, das ist wohl die Geschichte. So habe ich das ja schon vor 3 Stunden mehr oder weniger gemutmaßt. Wow, das war also Akt 4. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Akte das Spiel hat, aber das war auf jeden Fall mit der interessanteste Teil. Der Damm ist gebrochen. Die wahren Erinnerungen sprudeln über den Patienten her. Wir müssen darauf achten, dass sie ihn nicht wieder in die Tiefe reißen. Es ist Zeit zu akzeptieren, was nicht vergessen werden darf. Focus on the beautiful moments. Remember when we were together. The television is only allowed between 4 p.m. and 5 p.m. You should stay out of trouble, John.
Und er sitzt weiter da und wird nicht fertig. Oh, das erinnert mich an alte Game One-Zeiten, ey. Wenn bis man 4 Uhr, 5 Uhr morgens noch im Schnitt saß und vorbereitet hat und irgendwann verzweifelt wurde. Okay. Puh. Das ist ganz schön heftiger Shit bisher. Also es ist wirklich... Es nimmt mich emotional mit, weil ich mir immer denke, dieser kleine arme Junge, und es ist auch sehr stark gewesen, dass man seine Jugend mitbekommen hat. Man hat schon einfach, man hat eben wirklich eine emotionale Bindung zu ihm, weil er einem leid tut, aber wenn er dann zu einem Arschloch rangewachsen ist, fällt es einem schwer, das zu akzeptieren, weil man ja eigentlich den kleinen Jungen noch in ihm drin sieht. Also bisher ist es echt gut gemacht. Ach, Tennis interessiert mich nicht. Hier, da haben wir es wieder, 10.13 Uhr. Also doch nicht 10.03 Uhr, sondern 10.13 Uhr. Ach, das muss ein Albtraum sein, überall dasselbe Programm. Das ist ganz geil. Das war gut gemacht. Sehr gut gemacht. Och man, der arme Kerl, aber hat er denn jetzt seine Frau umgebracht? Ich will wissen, ob ich mit ihm trauern kann. Ach du Scheiße, hat sie sich vielleicht umgebracht? Kann das sein? Ist sie diejenige, die sich in der Dusche umgebracht hat? Und er wird nur verdächtigt? Wahrscheinlich hat er sich das ganze Leben nur vorgestellt mit dieser Psychologin oder vielleicht nur aufgrund dieser Werbung, aber er ist ja auch in der Therapie, also vielleicht ist sie ja seine Therapeutin. Jetzt kommt wirklich alles zusammen, okay.
Come in, John. We've come full circle. It all makes sense now. Do you see? You couldn't keep up the illusion, could you, John? Okay, aber... Every lie has its flaws. You couldn't keep her alive in your head forever. Okay. Oh, das tut mir aber voll leid jetzt. One of your finest stories, wasn't she, John? Do you remember? Tell me, what is her name? Oh Gott, 25. Okay. John, sit down. Mann, ich bin doch gerade erst aufgestanden. I think we've come far enough for today, John. I want you to focus on my voice. I'm going to count down from 3 to 0. When I'm done, I want you to wake up here in this room. Are you ready? Hau rein. 3, 2, 1, 0. Very good, John. We've made good progress today. Now, time to rest. We'll continue tomorrow. Aber ist die rote Brille nicht unsere Brille? Also er hatte einen Unfall wegen Alkohol, hat sich all das eingebildet, die Frau existiert gar nicht. Ist er denn wenigstens Autor? Oder habt ihr uns alle verarscht? Vielleicht druckt er in Wirklichkeit auch nur Flyer. Okay, wow. Hammer, also Hammer, weil habe ich alles ganz anders erwartet. Ich wusste, dass es ein ruhigeres Spiel wird. Ich wusste, dass es ein Spiel ist, wo... super sexy Software mal so richtig auf die Grafiktube gedrückt hat. Einfach die Level Design, da sehen wir es. Arkadius Burczyk hat das sehr gut gemacht. Und ich bin total überrascht, dass ich jetzt fertig bin. Ich habe das natürlich nicht erwartet, aber es war auch ein ziemlicher Ritt und es hat mich doch, obwohl ich es wirklich nicht erwartet hätte, spätestens ab dieser Geschichte mit dem Jungen im Waisenhaus, hat es mich tatsächlich abgeholt und hat mich auch beschäftigt. Ich finde es fast besser, dass die Frau gar nicht existiert. Ich fände es ein bisschen cheap gewesen, wenn er sie jetzt umgebracht hätte, weil es dazu keine Anzeichen gibt, dass er sich aber alles nur ausgedacht hat und halt wirklich echte Probleme hat. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Finde ich aber ein sehr cooler Übergang und passt natürlich perfekt zu dem ganzen Setting des Spiels, dass sich die Umgebung immer verändert, dass man in seinem Kopf ist, in seiner Realität, viele Dinge deswegen auch nur aus seiner Perspektive eben Sinn ergeben. Was mich jetzt noch so ein bisschen beschäftigt, wo ich nicht ganz raffe, ist, warum sitzt er jetzt im Rollstuhl? Also ist das noch ist das jetzt noch einen draufgesetzt, um zu sagen, Alter, du bist jetzt auch noch im Rollstuhl? Bam. In diesem Sinne, don't drink and drive. Oder hat das noch irgendeinen tieferen Zusammenhang? Hat das noch irgendwas? Ich meine, vielleicht sitzt man deswegen so häufig. Seien wir doch mal ehrlich. Vielleicht sitzt er deswegen so häufig. Vielleicht ist aber, also in der Erinnerung meine ich, vielleicht war aber auch schon vorher, vielleicht ist er schon seit dem Vorfall in der Dusche ist er gelähmt oder so, wobei das glaube ich nicht. Vielleicht durch den Schuss hat er sich denn wirklich quasi in den Mund geschossen, wie in Fight Club,
am Ende, ich weiß es nicht. Es vermischt eben alles so ein bisschen. Ich nehme an, das Krankenhaus, der Aufenthalt war legitim. Insofern muss irgendeine Verletzung stattgefunden haben. Also ist das Hotel wahrscheinlich auch legitim. Und er ist wahrscheinlich in diesem Hotel gelandet, um was zu schreiben, weil er einfach mit seiner, weil ihm klar wurde, dass seine Vorstellung eben nicht stimmt, dass die Frau nicht existiert, und das hat ihn kaputt gemacht. So habe ich das jetzt verstanden. Auf jeden Fall, sind kanadische und polnische Entwickler, möchte ich an der Stelle einfach nochmal grüßen. Das ist ein richtig interessanter Titel. Also das ist jetzt natürlich nichts, was man jedem empfehlen kann, nichts, was man unbedingt haben muss, nichts, was man sich hier anguckt und dann zu Hause nochmal spielt. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung gewesen und es war mal was anderes. Ich mag es, wenn Spiele einem irgendwie überraschen und nicht genau das passiert, was man am Anfang sagt. Insofern hat es mich überrascht. Das Schlimmste ist ganz klar die Matheprüfung gewesen. Sowas Gemeines möchte ich nie wieder sehen. So, gucken wir mal, was jetzt hier noch kommt. Oder ist das einfach nur der Titel? Nee. Es ist einfach nur der Titel. Ja, okay. Und deswegen können wir jetzt an der Stelle einfach auch ausmachen. Und ich höre nur noch auf. Das war ja eine richtig krasse Session hier. Ich wollte eigentlich wirklich nur eine Stunde aufnehmen. Aber dann war die erste Stunde so langsam, dass ich gedacht habe, komm, das kannst du dem Spiel nicht antun. Hast dich auch ganz schön verfranst, ne, in dem Hotelzimmer. Aber überleg mal, wie schnell wir jetzt durch wären. Wir wären jetzt bei 3 Stunden, wenn ich mich nicht 40 Minuten lang im Hotelzimmer nach der Kippe irgendwie zersucht hätte. Ja, und dann war doch die Matheaufgabe, die war einfach nur peinlich. Aber wie gesagt, ich habe einmal zu smart gerechnet mit mal, ne. 114 ist korrekt, leider setzen 6, weil plus mit mal verwechselt. Aber wenn man so guckt, könnte es auch ein Mal sein. Ne? Naja, ist jetzt auch egal. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich nehme an, es ist jetzt abends. Ich nehme an, es ist sogar wahrscheinlich schon nach Mitternacht hier auf Rocket Beans, weil mit so einem langen Video hat natürlich keiner gerechnet. Jetzt kommt trotzdem Moin Moin. Diesmal passt es dann auch richtig früh morgens. Und ja, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr solche Spiele häufiger habt oder häufiger haben wollt, wenn ihr mehr After Dark haben wollt, wenn ihr weniger haben wollt, wenn ihr wollt, dass ich diesen Filter hier wegmache, diesen Dunkelfilter, dann mache ich das jetzt, weil so bin ich. So, bitteschön. Kein Problem, ne? Euer Gedanke ist mir Befehl. So, ich höre jetzt auf. Ich wünsche euch noch, wie gesagt, einen schönen Abend und eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Monat vor euch. Schöner als das, was hier dem Protagonisten passiert ist. Trinkt nicht zu viel, fahrt nicht besoffen Auto. Das ist, glaube ich, das, was man hier auf jeden Fall mitnehmen kann. Sonst landet ihr in einer Beziehung in eurem Kopf. Und das will keiner. Das will keiner. Den ganzen Ärger und Wäschewaschen und so und den Stress und dann irgendwie die Einrichtung und alles bestimmt sie. Und das ist dann nur in deinem Kopf. Die wohnt dann also in deinem Kopf mietfrei? Nee, dann lieber nüchtern Auto fahren. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüssikowski.